Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur 9. Sitzung des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung nach der Sommerpause. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub und begrüße insbesondere Frau Senatorin Gothe und Frau Staatssekretärin Nagipur sowie alle MedienvertreterInnen und VerwaltungsmitarbeiterInnen. Und ich kann Ihnen berichten, dass wir ab sofort keine Lüftungspausen mehr machen müssen. Allerdings gilt die Begrenzung im Sitzungssaal weiter fort. Das heißt, es können maximal 40 Personen hier in unserem Sitzungssaal anwesend sein. Und ich bitte Sie auch weiterhin auf die Abstände, auf das Abstandsgebot zu achten. Die Sitzung wird weiterhin live übertragen in den Nebenraum, die 377. Und allen, die aus diesem Raum an der Sitzung teilnehmen, ein herzliches Willkommen. Die Sitzung wird außerdem live auf der Webseite des Abgeordnetenhauses übertragen und aufgezeichnet, sodass sie auch im Nachhinein über die Seite des Hauses abrufbar sein wird. Und ich darf feststellen, dass Sie mit diesem Vorgehen, wie wir das auch immer machen, insbesondere mit den Live-Übertragungen und den Bild- und Tonaufnahmen der Presse einverstanden sind. Ich sehe dazu keinen Widerspruch. Wunderbar. Ihnen liegt die Tagesordnung vom 22. Juni 2022 vor. Gibt es Anmerkungen zur Tagesordnung? Das kann ich nicht erkennen. Dann steigen wir gleich ein mit dem Punkt 1 der Tagesordnung, nämlich die aktuelle Viertelstunde. Und da haben sich 5 Fraktionen schon mit einer schriftlichen Frage gemeldet. Die Fraktion der SPD hat die erste schriftliche Frage eingereicht und Frau Tschibocha hat das Wort. Ja, guten Morgen und herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, die Frage ist ein bisschen kompliziert, aber es ist auch ein etwas komplizierter Sachverhalt, nach dem ich frage. Und daher frage ich den Senat, welche Erkenntnisse hat der Senat darüber, dass insbesondere Frauen nach 2,5 Jahren Corona im Rahmen ihrer bestehenden und nun auslaufenden Verträge an Hochschulen ihre Habilitationen bzw. Forschungsziele durch die Mehrbelastung, zum Beispiel durch Sorgearbeit, nicht erreichen konnten? Und gibt es Überlegungen, die strukturellen Nachteile für Frauen in ihren akademischen Karrieren durch ein kurzfristiges Stipendienprogramm oder andere Maßnahmen, zum Beispiel im Rahmen des BCP, auszugleichen und eine erfolgreiche Fortsetzung der Karriere zu ermöglichen? Frau Senatorin Gothe. Ja, guten Morgen, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich freue mich sehr, Sie nach der Sommerpause alle wiederzusehen. Frau Abgeordnete Tschibocha, vielen Dank für die Frage. Dem Senat ist sehr bewusst, dass während der Pandemie überwiegend Frauen den Großteil notwendiger Fürsorgearbeiten wie Kinderbetreuung, Homeschooling und Pflege von Angehörigen geleistet haben. Und das gilt eben auch für die Frauen, die an Hochschulen tätig sind. Zur Abmilderung der erheblichen Corona-bedingten Einschränkungen des Lehr- und Forschungsbetriebs an den Hochschulen und unter Berücksichtigung der Mehrfachbelastungen, insbesondere für Frauen während der Pandemie, wurden bereits in der Laufzeit 2016 bis 2020 des Berliner Chancengleichheitsprogramms Maßnahmen ergriffen. Qualifikationsvorhaben im Hochschulprogramm Digital, Stellen für Promovierende sowie Postdoktorandinnen, Gastprofessuren und Gastdozenturen, Lehraufträge sowie innovative Projekte wurden auf Antragstellung um bis zu 12 Monate bis zum 31.12.2021 verlängert. Darüber hinausgehende Maßnahmen sind derzeit im Berliner Chancengleichheitsprogramm nicht vorgesehen. Die DFG hat in ihren Programmen grundsätzlich die Möglichkeit geboten, zusätzliche Personalmittel für mehrere Monate zu beantragen, wenn es aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu zeitlichen Verzögerungen in einem DFG-Projekt gekommen war. Geförderte konnten auch zusätzliche Mittel beantragen, wenn es zu Ausfällen im Projekt gekommen ist und sich daraus Projektverzögerungen ergeben haben, weil sie wegen der Schließung von Kindertagesstätten, Schulen und anderen Betreuungseinrichtungen die Betreuung der Kinder selbst hatten übernehmen müssen. Da die Habilitation in der Regel auf einer Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter geschehen, konnten diese von pandemiebedingten Vertragsverlängerungen nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, siehe die pandemiebedingte Verlängerung der Höchstbefristungszeiten um 6 Monate nach § 7 Absatz 3 Wissenschaftszeitvertragsgesetz und je nach Einzelfall gegebenenfalls um weitere 6 Monate nach WissZeit-VG Befristungsdauerverlängerungsverordnung. Sie konnten also davon profitieren. Hierfür wurde im Wissenschaftszeitvertragsgesetz eine spezielle Regelung aufgenommen, nach der die Höchstbefristungszeiten aufgrund der Pandemie um 6 Monate verlängert werden konnte.
Diese pandemiebedingten Verlängerungsmöglichkeiten nach Wisszeit VG stehen neben den übrigen Verlängerungstatbeständen des Wisszeit VG, das sind die familien- und behindertenpolitische Komponente sowie die Verlängerungen nach § 2 Absatz 5 Wisszeit VG, zum Beispiel wegen Mandatswahrnehmung oder Tätigkeiten als Frauenbeauftragten, Elternzeit und so weiter. Wichtig ist, dass an den Hochschulen Konzepte oder Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der Thematik erarbeitet wurden und werden, die die Mehrbelastungen während der Pandemie insbesondere für weibliche Hochschulangehörige angemessen berücksichtigen. Durch die Hochschulverträge haben die Hochschulen Planungssicherheit in ihrer Finanzierung. Falls eventuelle Vertragsverlängerungen notwendig sind, sollten die Hochschulen nach Minderabflüssen in anderen Bereichen durch die Pandemie auch in der Lage sein, diese zu finanzieren. Frau Dr. Cibora hat eine Nachfrage. Ja, das, was ich mir überlegt hatte, ist zum großen Teil schon mitbeantwortet worden. Ich würde doch noch mal gerne wissen, es steht die Behauptung im Raum, dass der Paragraph 110 Absatz 6 dem entgegensteht, da zu verlängern und dann Abschluss der Habilitation zu ermöglichen, beziehungsweise wenn solche Verlängerungen nicht möglich sind, gibt es noch irgendeinen Tipp, was eine Frau tun kann, wenn sie noch ein halbes, dreiviertel Jahr braucht, um abzuschließen außerhalb einer Stellenverlängerung? Vielleicht fällt Ihnen da was ein. Ich war ein bisschen, mir fiel nicht so richtig viel ein auf die Frage, die mir gestellt wurde. Danke. Ja, vielen Dank. Soweit wir das überblicken sind, sind die Frauen jetzt gar nicht davon betroffen. Nämlich zu § 110 Absatz 6 BerlHG heißt es ja, mit der Übergangsregelung in § 126f BerlHG wird festgelegt, dass die neu eingeführte Anschlusszusagenverpflichtung noch nicht für Personen gilt, die zum Zeitpunkt 1.10.23 bereits als promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer Qualifikationsstelle sitzen, also bis einschließlich zum 30.09.2023 eingestellt werden. Also es betrifft die gar nicht, das betrifft dann erst, also noch bis 23 gilt ja da noch eine Übergangsfrist. Dann vielen Dank für die Beantwortung und dann folgt die vorab eingereichte Frage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte gerne fragen, wie bewertet der Senat die Ankündigung mehrerer Berliner Hochschulen, künftig kostenlose Menstruationsprodukte zur Verfügung zu stellen? Frau Guth. Ja, vielen Dank auch für diese Frage, Frau Abgeordnete. Das ist ein Thema, was wir, glaube ich, auch stärker in Betracht ziehen müssen. Period Poverty, Periodenarmut ist ein Thema, was viele Frauen in verschiedenen Lebensbereichen betrifft. Und deshalb bin ich sehr froh, dass die Hochschulen auch aus Initiativen in den Hochschulen heraus dieses Thema auch angegangen sind. Wir begrüßen daher ausdrücklich die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln, insbesondere zur Ermöglichung der Teilnahme am Studien- und Arbeitsalltag von Betroffenen der Periodenarmut. Ist dies immens wichtig. Und nach Auskunft von Initiativen an Berliner Hochschulen werden die bis dato bereitgestellten kostenlosen Menstruationsartikel gut angenommen und es ist ein verantwortungsvoller Umgang mit den Artikeln und Spendern zu verzeichnen. Und ich bin auch froh, dass nachdem das einige aufgegriffen haben, es ja weitere Hochschulen sich überlegen, da auch aktiv zu werden. Ich glaube, das ist ein Weg in die richtige Richtung. Haben Sie eine Nachfrage? Nein. Gut, dann setzen wir fort und zwar mit der schriftlichen Frage der CDU-Fraktion. Herr Krasser. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und guten Morgen auch von meiner Seite. Die Frage, wie eingereicht, lautet: bis spätestens wann und in welchen Verfahren erhalten die Berliner Studierenden die Rückerstattung infolge des 9-Euro-Tickets und auf welche Gesamtsumme beläuft sich die Differenz? Frau Senatorin Guth. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich möchte zu Beginn ja noch mal darauf verweisen, dass ja auch schon eine ausführliche Antwort auf eine schriftliche Anfrage erhalten haben und an dem aktuellen Sachstand hat sich bisher auch noch nichts geändert. Im Gegensatz zu regulären einzelvertraglichen Abonnements, bei denen der Lastschrift-Einzug seitens der Verkehrsunternehmen während des Gültigkeitszeitraums des 9-Euro-Tickets auf 9 Euro reduziert wurde, ist der Mechanismus beim Semesterticket anders. Bei Semestertickets haben die jeweiligen Studierendenvertretungen einen Vertrag mit einem Verkehrsunternehmen geschlossen, der zulasten aller von der Studierendenschaft vertretenen Studierenden wirkt.
Jeder Studierende erhält und zahlt das Semesterticket unabhängig davon, ob er oder sie es benötigt. Dadurch wird ein deutlich günstigerer Preis ermöglicht. Ausnahmen gibt es beispielsweise für Studierende in Urlaubs- oder Auslandssemestern. Die jeweilige Studierendenschaft einer Hochschule zahlt, basierend auf einem Schätzwert der Studierenden, 80% des auf das Semesterticket für das jeweilige Semester entfallenden Betrages im Voraus und nach einer Spitzabrechnung unter Berücksichtigung der monatsgenauen Abwesenheiten nachlaufend den Restbetrag. Eine Abrechnung des 9-Euro-Tickets beim Semesterticket kann daher auch erst erfolgen, wenn nach Ablauf des Sommersemesters 2022 die Zahl der tatsächlich ausgegebenen Semestertickets feststeht. In einem Gespräch zwischen Hochschulen, Studierendenvertretern und dem VBB am 18. Mai 2022 wurde insbesondere seitens der umsetzenden Hochschulverwaltungen plausibel erläutert, dass eine gesonderte Auszahlung des Erstattungsbetrages nicht umsetzbar ist und hier in der Regel eine Verrechnung mit der Rückmeldegebühr für das Folgesemester erfolgen wird. Wie die einzelnen Hochschulen die Erstattung genau regeln, ist den UMVK nicht bekannt. Die Differenz beläuft sich je Semesterticket, das in den Monaten Juni bis August 2022 gültig war, auf insgesamt 69,90 Euro. Da die Zahl der ausgegebenen Semestertickets noch nicht bekannt ist, kann hier noch kein Gesamtbetrag ermittelt werden. UMVK geht davon aus, dass wahrscheinlich im November, Dezember dann mehr Klarheit herrschen wird. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Krasen? Ja, eine kurze Nachfrage. Vielen Dank für die Antwort. Dann verstehe ich das jetzt so, dass Sie das sozusagen mit der Ankündigung, das 9-Euro-Ticket fortzusetzen, es dann nicht möglich ist, dass auch vorlaufend, wie in anderen Bundesländern, die Rückerstattung ja schon vorher stattgefunden hat, beispielsweise in Brandenburg, dass das dann jetzt im kommenden Semester auch, wie ich Sie gerade richtig verstanden habe, nachlaufend stattfindet. Zunächst einmal möchte ich sagen, dass das die Verantwortung bei UMVK liegt. Das machen ja nicht wir. Deshalb haben wir dazu auch keine konkreten Pläne im Haus. Dazu kann ich Ihnen jetzt zunächst mal nichts sagen. Es ist ja im Rahmen dieser Pläne noch sehr viel unklar. Ab irgendeinem Zeitpunkt wird, wenn das dann regelhaft eingeführt wird, wahrscheinlich auch das günstige Ticket, das Semesterticket ablösen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Aber ich würde mal jetzt mutig die Voraussage wagen, dass das wahrscheinlich im nächsten Semester dann noch ähnlich laufen wird. Dann würden wir zur nächsten Frage kommen, nämlich von der Fraktion Die Linke, die vorab eingereicht ist. Herr Schulze. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Wir hatten ja ein bisschen Presseberichterstattung im Juni zur Frage der Sanierungsplanung und einem Masterplan zum Auflösung des Sanierungsstaus. Deswegen frage ich, wie der Vorbereitungsstand sowie der Stand der Investitionsplanung zu dieser Auflösung des Sanierungsstaus an den Berliner Universitäten ist und welche nächsten Schritte Sie da geplant haben. Frau Senatorin Grote für die Beantwortung. Vielen Dank. Das Thema Sanierungsstau hat hohe Priorität bei den Hochschulen, aber auch bei uns selbst im Haus. Mit dem Koalitionsvertrag hat das Land Berlin sich das Ziel gesetzt, den Investitionsstau an den Berliner Hochschulen mittelfristig aufzulösen und dabei Nachhaltigkeit, Sanierung, Klimaneutralität und Resilienz wie auch die Digitalisierung ins Zentrum zu stellen. Wichtig wird, die Sanierung über Energieeinsparungen nach vorn zu bringen und Projekte, die Energieeinsparungen bewirken, zu planen und umzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel der Einbau von Wärmetauschern, Solarenergie, energetische Sanierung von Fassade und Dach und Schaffung von Möglichkeiten für die Wärmerückgewinnung. Ich glaube, das ist allen klar, dass das gerade vor der aktuellen Herausforderung sinnvoll ist, diese Dinge zu priorisieren, und das sehen die Hochschulen auch ganz genauso. Zur Investitionsplanung. Aktuell sind Projekte der Hochschulen mit Gesamtkosten von etwa 1,4 Milliarden Euro in Bau und Planung. Die Beratungen zur Investitionsplanung 22 bis 26 dauern zum Zeitpunkt an. Nach derzeitigem Stand wird die Investitionsplanung in der Sitzung am 13. September 2022 vom Senat beschlossen. Den Beschluss müssen wir jetzt abwarten. Hier laufen auch noch die Verhandlungen im Senat und unter der Häuser auch mit der SENFIN. Da werden wir sehen, das sind laufende Verhandlungen, aber da werden wir in Kürze ja dann genaueres wissen.
Die Anmeldungen der Hochschulen für die Investitionsplanung 2023 bis 2027 liegen vor und werden derzeit bei mir im Haus geprüft. Die Hochschulen haben ihre Hochschulstandortentwicklungsplanungen in der ersten Jahreshälfte 2022 sukzessive vorgelegt. Die Hochschulstandortentwicklungsplanungen der Hochschulen werden nunmehr in eine Landeshochschulstandortentwicklungsplanung überführt, um eine Gesamtplanung zu entwickeln. Nach derzeitiger Planung soll ein Vorabzug der Bewertung zu den Verhandlungen über die Investitionsplanung 2023 bis 2027 vorliegen. Ich möchte ergänzen, Sie haben ja auch in der Presse entnehmen können, dass sich die Hochschulen selber hier sehr aktiv zu Wort gemeldet haben, wie denn die Investitionsplanung insbesondere mit im Blick auf Abbau des immensen Sanierungsstaus sinnvoll in den nächsten, ja, wir müssen sagen, 10 bis 20 Jahren erfolgen kann. Und ich bin sehr dankbar über diese Initiative und hierzu auch sehr eng im Gespräch mit den Hochschulen. Insbesondere finde ich es sehr sinnvoll, dass die Hochschulen hier gemeinsam vorgehen und auch eine gemeinsame Planung uns oder eine gemeinsame Schätzung uns zunächst mal vorliegen. Und mein Ziel ist es, so wie auch von den Hochschulen gewünscht, tatsächlich zu einer gemeinsamen Masterplanung zu kommen, die dann tatsächlich auch Sanierungskorridore festlegt und eine gemeinsame Priorisierung, die mit allen Hochschulen abgestimmt wird, auch unter den Hochschulen abgestimmt ist, wir dann erzielen können. Hierzu werden wir in Gespräche gehen. Das kann im Rahmen einer AG oder eines runden Tisches erfolgen. Aber ich greife sehr gerne hier die Vorlage oder die Initiative der Hochschulen auf. Gibt es eine Nachfrage? Nein, das ist nicht der Fall. Und dann wäre die AfD-Fraktion an der Reihe mit der eingereichten Frage. Herr Trefzer. Vielen Dank. Ich wollte noch mal nachfragen zu den Vorkommnissen beim sogenannten Rundgang an der UdK Ende Juli. Ein vorwiegend von Studenten organisiertes Event. Da waren ja in der Presse unterschiedliche Darstellungen zu entnehmen. Zum einen die Sicht des Sicherheitsdienstleisters Wisak, der erklärte, Mitarbeiter seien von der Veranstaltungsleitung beauftragt worden, eine Person des Hauses zu verweisen. Als diese Person sich weigerte, habe das Sicherheitsteam diese Person aus dem Gebäude geführt. Wisak-Mitarbeiter seien verbal attackiert, mit Flaschen beworfen und bespuckt worden. Die Studenten und der AStA stellen das jetzt ganz anders dar. Da heißt es, Sicherheitskräfte sollen Performances unterbrochen haben, Studenten gewaltsam angegangen, sexuell belästigt und bedroht haben. Jetzt wollte ich einfach mal nachfragen, wie stellt sich der Hergang dieser Vorfälle an der UdK nach Kenntnislage der Senatsverwaltung dar? Frau Senator. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, nach meinem Kenntnisstand nehmen sowohl die Hochschulleitung der UdK als auch der Sicherheitsdienstleister Wisak die im Raum stehenden Vorwürfe zu den Geschehnissen am 23. Juli 2022 sehr ernst und gehen diesen nach. Der Präsident der UdK hat in einer auf der Homepage der UdK am 28. Juli 2022 veröffentlichten Erklärung im Namen der gesamten Hochschulleitung sein Bedauern über die gemeldeten Vorfälle zum Ausdruck gebracht. Parallel zur laufenden Bestandsaufnahme hat er weiterhin bereits zu diesem Zeitpunkt verschiedene Konsequenzen für den Rundgang 2023 angekündigt. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die stärkere Einbindung der Studierenden in die Planungen des Rundgangs 2023. Dies ist ein Ansatz, den ich sehr begrüße. Haben Sie eine Nachfrage, Herr Trefzer? Ja, da würde ich mal konkret nachfragen. Die Studenten haben ja dann auch noch weitere Forderungen gestellt. Die Einbindung der Studierenden in die Planung am kommenden Rundgang hatten Sie bereits erwähnt, aber die Studenten forderten jetzt auch eine Entschuldigung des Sicherheitsdienstes, auch eine Entschädigung für die betroffenen Studenten und auch Einsicht in die Verträge mit der Security-Firma, um das aus deren Sicht beurteilen zu können, wie weit das Handeln angemessen war. Wird auf diese Forderung auch eingegangen werden, Frau Gothe? Also die Hochschulleitung hat auch in ihrer Erklärung bereits noch weitergehende Konsequenzen angekündigt, zum Beispiel die Einrichtung einer AG Rundgang 2023, eben mit dem Ziel, ein gemeinsames Konzept zu entwickeln, eine verbesserte Kommunikationsstrategie gemeinsam mit Studierenden, bessere Information aller Beteiligten, die Zusammenstellung eines Awareness-Teams für den nächsten Rundgang gemeinsam mit den Studierenden, das auch durch Schulungen unterstützt werden soll, und die Absprache eines mit den Studierenden entwickelten Sicherheitskodex mit der Sicherheitsfirma. Soweit ich weiß, steht auch in Frage, ob das nochmal die Sicherheitsfirma ist. Zu den strafrechtlich laufenden Dingen kann ich Ihnen nichts sagen. Es gibt ja auch Anzeigen, die ja gestellt wurden. Dazu habe ich keine Kenntnis.
Dann vielen Dank für die Beantwortung. Und dann würde ich noch mal Herrn Förster fragen von der FDP-Fraktion. Nein, keine spontane Frage. Damit wäre die Aktuelle Viertelstunde abgeschlossen. Und wir kommen zu Punkt 2 der Tagesordnung, Bericht aus der Senatsverwaltung. Frau Senatorin Grote. Einen Satz dazu. Wir würden Ihnen gerne den Stand der Planungen zu Corona zum Semesterstart darlegen. Und da die Teilnehmenden der Taskforce und die dort die Expertin für diese Planungen hier neben mir sitzt, würde ich gerne der Staatssekretärin Naripur das Wort geben. Ja, Frau Naripur. Ja, herzlichen Dank. Wir haben uns in der gemeinsamen Taskforce mit den Hochschulen schon im Juli, das haben Sie ja auch in der Pressemitteilung, die dann in dem Zusammenhang veröffentlicht wurde, im Juli schon dafür ausgesprochen. Da waren sich die Hochschulen sehr schnell sehr einig, auch das kommende Wintersemester 2022-2023 als Präsenzsemester zu planen und Präsenzlehre, soweit es irgendwie möglich und auch mit dem Gesundheitsschutz zu vereinbaren ist, durchzuführen. Und das, wie gesagt, haben wir in einer gemeinsamen Presseerklärung, Pressemitteilung im Juli schon öffentlich kommuniziert. Ich hatte jetzt eine letzte Sitzung der Taskforce am 26. August. Da wurden diese Planungen nochmal bekräftigt, was wir gerade machen. Und das ist ja auch das übliche Verfahren in den letzten Semestern gewesen, ist, dass sehr zeitnah in den nächsten Tagen ein Eckpunktepapier erstellt wird, damit die Studierenden und auch die Mitarbeitenden der Hochschulen da auch die notwendigen Informationen haben, um damit in das Wintersemester zu starten. Die Hochschulen haben sich in der letzten Taskforce für das Wintersemester für eine Maskenpflicht an den Hochschulen ausgesprochen, die vor allem, wie wir alle wissen, der Prävention dienen soll. Hierfür gibt es aber, und das wissen wir ja nunmehr alle, die Debatten werden ja gerade noch im Bund geführt, es gibt einfach keine rechtliche Grundlage, sodass jetzt in der aktuellen Situation wir auch nicht in so einem Eckpunktepapier eine Maskenpflicht verankern können. Aber wir haben die Einigung, dass wir Präsenzlehre durchführen und vor allem auch, dazu komme ich gleich vielleicht noch, das war nämlich auch ein großer Teil der letzten Taskforce-Sitzung vor dem Hintergrund der Energiekrise und auch den damit verbundenen Kostensteigerungen für die Studierenden, ein Wintersemester in Präsenz sehr wichtig ist, damit man gerade nicht, ich sage mal, auf den Rücken der Studierenden Energiekosten einspart. Da waren sich alle Hochschulleiter aber einig. Das zu den Planungen Corona. Und dann haben wir in derselben Sitzung, das wäre sozusagen der nächste Punkt, darüber würde ich Sie auch gerne nochmal in Kenntnis setzen, in derselben Sitzung auch das große Thema Energiesparmaßnahmen angesprochen. Der Senat hat ja für seine Sitzung am 16. August für seinen Beschluss Vorschläge zu Energiesparmaßnahmen der öffentlichen Verwaltung vorgelegt. Die gelten ja dann eben auch für die Hochschulen. Das bedeutet, dass eben auch die Universitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die künstlerischen Hochschulen ihren Energieverbrauch bis zum 31. März um mindestens 10% drosseln müssen. Und die Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele wird in einer ressortübergreifenden Taskforce von der Wirtschaftsverwaltung geleitet, evaluiert. Und zudem wurde am 25. August, das war im Grunde ein Tag vor unserer Taskforce, von der Bundesregierung ja eine Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen beschlossen. Und diese Verordnung regelt Maßnahmen zur Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden für eben diesen Zeitraum von 6 Monaten, also 1. September 2022 bis 28. Februar 2023. Und diese Maßnahmen weichen tatsächlich inhaltlich teilweise von diesem Senatsbeschluss am 16. August ab, weshalb dieser Senatsbeschluss voraussichtlich zeitnah angepasst werden müsste. Beide Verordnungen beinhalten aber die Maßnahmen zum einen Reduktion der Raumtemperatur, die Abschaltung von Warmwassererzeugung, Reduktion der Außenbeleuchtung. Erfreulich ist aber, dass die Berliner Hochschulen ihrerseits schon umfangreiche Maßnahmenpläne erarbeitet haben, die
ergänzen zu den Maßnahmen aus eben diesen eben genannten Verordnungen weitere Energiesparvorschläge beinhalten, um das Einsparziel von mindestens 10% zu erreichen. Und wir haben jetzt gesagt, dass wir das Thema Energieversorgungssicherheit auf die Agenda dieser Taskforce zu den Corona-Maßnahmen setzen und uns jetzt weiterhin auch im 2-Wochen-Rhythmus in dieser Runde treffen. Wir haben außerdem jetzt in dieser letzten Sitzung vereinbart, dass die Hochschulen zeitnah Stufenpläne erarbeiten, um eben auch, damit muss man sich ja nun auch befassen, auf eine mögliche Verschlechterung der Versorgungslage schnell reagieren zu können. Aber nochmal, die Aufrechterhaltung der Präsenzlehre und die Öffnung der Hochschulbibliotheken hat wirklich höchste Priorität. Und ich denke, wir sind uns alle einig zum Thema Fachkräftemangel, Leitkräftebildung kommen wir ja gleich, aber Berlin kann es sich natürlich nicht leisten, eine weitere Studierendengeneration ausschließlich online zu unterrichten. Da waren sich alle einig und vor allem auch die enormen psychischen Herausforderungen. Ich habe auch meine regelmäßige Schalte mit der Landesastenkonferenz, die Studierenden in so einer Situation auf sich allein zu stellen. So, soweit von mir zu dieser Thematik. Ich würde dann, wenn du ergänzen möchtest, zu anderen Themen an dich zurückgeben, sei denn es gibt Fragen Ihrerseits. Ich würde sagen, wir setzen fort und dann gibt es die Möglichkeit der Nachfragen, wenn Bedarf besteht. Frau Senatorin. Genau, ich möchte noch zu einem Thema kurz informieren. Sie haben der Presse entnehmen können, dass es Diskussionen gab im Juli um den Professorentitel der Kollegin Senatorin Dr. Kreck. Mein Haus hat das aufgrund dieser Presseberichterstattung auch geprüft. Mittlerweile hat die Kollegin Senatorin Dr. Kreck eine persönliche Erklärung auch dazu abgegeben und gesagt, dass sie den Professorentitel nicht mehr führen wird. Ich finde, das ist eine sehr respektable Handlung der Kollegin, die auch wirklich entsprechend zu würdigen ist. Und ich finde, das zeugt auch wirklich von menschlicher Größe und überzeugt auch gerade mich jetzt als Wissenschaftssenatorin komplett. Es ist damit und dadurch, dass auch diese Ankündigung schon umgesetzt wird, zumindest weitgehend umgesetzt wird in Veröffentlichungen und so weiter, für mein Haus hier auch kein weiterer akuter Handlungsbedarf gegeben. So, gibt es Nachfragen? Herr Trefzer. Ja, da würde ich noch mal gerne nachfragen, Frau Gothe, an der Stelle. Wie war es denn bis zu dem Zeitpunkt des Verzichts von Frau Kreck? Hatte sie den Titel denn bis dahin zurechtgetragen oder hat sie ihn nicht zurechtgetragen? Das ist doch die entscheidende Frage. Frau Senatorin. Meine Verwaltung ist gehalten oder ist verpflichtet, den Vorgang zu prüfen, wenn es Hinweise darauf gibt, ob eine Prüfung vorzunehmen ist. Das waren insofern die Presseberichterstattung. Das hat mein Haus getan. Darüber hinaus kann ich Ihnen dazu keine Aussagen machen. Gibt es weitere Nachfragen zum Bericht aus dem Senat? Das kann ich nicht erkennen. Dann können wir jetzt weitergehen zum Tagesordnungspunkt 3, nämlich unsere Anhörung. Da haben wir einmal die Besprechung gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung zur Situation und Perspektive der Lehrkräftebildung an den Berliner Unis auf Antrag der CDU-Fraktion und unter 3b die Besprechung auch gemäß § 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung zur Lehrkräfteversorgung für Berlin, Quantität und Qualität der Lehrkräfteausbildung, Ergebnisse der Evaluation und weitere Bedarfe und Perspektiven auf Antrag der Koalitionsfraktion und haben hierzu eine Anhörung. Dazu begrüße ich unsere Anzuhörenden vor Ort. Das ist einmal Herr Dr. Michael Kordes, stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie, Frau Prof. Dr. Rebecca Hüttmann, Vizepräsidentin für Lehrkräftebildung von der UdK, Frau Sarah Schewe von der Fachschaft Lehramt an der Freien Universität Berlin. Leider ist Frau Dr. Eva Terzer, Geschäftsführerin der Dahlem School of Education, kurzfristig erkrankt, wirklich ganz kurz heute früh. Deswegen müssen wir uns auch noch mal überlegen, wie der Ausschuss damit umgeht, weil ja HU und FU für uns von besonderer Bedeutung sind, die lehrkräftebildenden Universitäten hierzu anzuhören. Aber da kommen wir später noch dazu in unserer SprecherInnenrunde. Und
Und digital ist uns darüber hinaus zugeschaltet Herr Professor Dr. Olaf Köller, der geschäftsführende wissenschaftliche Direktor der IPN, des Leibniz-Instituts für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik in Kiel. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Wir haben zu diesem Punkt auch die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie digital zugeladen. Und da sehe ich Herrn Louis Krüger, Frau Sandra Kaladbari, Herr Christian Zander und Frau Ellen Hausdörfer hier in der Schalte. Herzlich willkommen auch Ihnen, dass Sie heute mit uns hier gemeinsam tagen zu diesem wichtigen Thema, dass nicht nur der Wissenschaftsausschuss, sondern eben auch der Bildungsausschuss, dass wir hier gemeinsam tagen zu diesem lehrkräftebildenden Thema. Ich stelle noch kurz fest, dass auch Sie mit dem Vorgehen, insbesondere mit der Live-Übertragung und den Bild- und Tonaufnahmen einverstanden sind und kann hier im Raum da keinen Widerspruch erkennen und auch keine Wortmeldungen digital. Vielen Dank. Und ich gehe davon aus, dass wieder die Anfertigung eines Wortprotokolls gewünscht wird. Und da sehe ich Nicken. Das ist der Fall. Und komme dann zu der Begründung. Möchte ein Vertreter der CDU-Fraktion den Besprechungsbedarf zu Punkt 3a begründen? Das sehe ich. Herr Krasse, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben ja am 3. März dieses Jahres eine gemeinsame Sitzung mit dem Bildungsausschuss bereits über das Thema der Lehrkräfteausbildung und Versorgung im Land Berlin durchgeführt. Und auch heute sind ja die Kollegen aus dem Bildungsausschuss wieder zugeschaltet. Mittlerweile hat das neue Schuljahr begonnen, und zwar mit den altbekannten Problemen, dem dramatischen Mangel an Lehrkräften an unseren Schulen, und zwar an voll ausgebildeten Lehrkräften. Die Personallücke beläuft sich aktuell auf 875 Vollzeitstellen. Und unter den Neueinstellungen sind zu einem erheblichen Anteil Quer- und Seiteneinsteiger. Legt man den Eigenbedarf des Landes Berlin zugrunde, haben wir nicht nur eine Einstellung, sondern eben auch eine Ausbildungslücke. Wir müssen uns daher nicht nur damit beschäftigen, wie wir die Rahmenbedingungen für Lehrer im Beruf, also an den Schulen, verbessern können, sondern auch, wie sich der Studienerfolg steigern und die Absolventenzahl erhöhen lässt. Die Zahl von 2000 Absolventen, die in den Hochschulverträgen als Ziel festgelegt wurde, konnte bisher jedoch nicht erreicht werden. Das waren ja die 900. Insoweit stellt sich die Frage, wie dieser Entwicklung möglichst kurzfristig, aber eben auch nachhaltig entgegengesteuert werden kann. Es besteht nicht nur Handlungsbedarf, es besteht erheblicher Handlungsdruck. Daher freue ich mich sehr, dass wir heute die Anhörung durchführen. Ich freue mich, dass wir mit Professor Olaf Köller, auch den Leiter der Expertenkommission, heute hier im Ausschuss zugeschaltet haben und begrüßen können, sowie auch alle anderen Anzuhörenden, denen ich sehr für ihr Kommen danke und freue mich sehr auf den Austausch. Vielen Dank. Möchte eine Vertreterin A, ich sehe schon Frau Dr. Cibocha, möchte den Besprechungsbedarf zu 3b begründen. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, das ist ja nun ein Thema, die Lehrkräftebildung, die uns seit einigen Jahren intensiv beschäftigt. Dass wir ein massives Problem haben, braucht man nicht zu beschönigen. Das liegt auf der Hand. Das sehen wir an dem Lehrkräftemangel eben auch bundesweit. Auf der anderen Seite müssen wir schlicht zur Kenntnis nehmen, dass wir letzten Endes mit 7 Jahren Ausbildung, also Bachelor, Master und Referendariat und einem Vorlauf für den Aufbau von Personal, Ressourcen, Räumen und so weiter, letztlich einen Vorlauf von 10 Jahren haben, so grob gerechnet, bis wir Lehrkräfte ausgebildet haben und insofern natürlich auch auf sehr lange Sicht planen müssen. Da ist vor einigen Jahren ja massiv, hat Berlin ja auch reagiert mit einer Vervierfachung der Zielzahlen, aber wir sind eben immer noch in dieser Phase des Aufbaus. Nichtsdestotrotz ist der Mangel akut und wir müssen alle Maßnahmen und alle Möglichkeiten ausschöpfen, um möglichst schnell zum Erfolg zu kommen. Das hat ja der Kollege Grasse auch entsprechend ausgeführt. Der Handlungsdruck ist groß, die Not an den Schulen ist groß. Und insofern müssen wir an der Langfristplanung arbeiten, aber eben kurzfristig auch gucken, wo können wir vielleicht Bremsen im System beseitigen. Wir haben hier heute in der Anhörung eher die Wissenschaft und die, die von außen auf das Problem gucken. Nur die ODK ist tatsächlich da, die direkt Player ist, aber natürlich auch immer ein bisschen randlich stark abhängig, was an den großen lehrkräftebildenden Universitäten passiert. Insofern denke ich auch, wir müssen das Thema nochmal weiter verfolgen, aufgreifen und uns mit HU und FU in diesem Haus unterhalten. Aber darüber wollen wir nachher sprechen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so
schlecht, wenn wir uns heute mit einer Perspektive beschäftigen und dann vielleicht an einem anderen Tag nochmal mit der Innenperspektive und den Details, dann kriegen wir vielleicht ein gutes Bild mit sehr verschiedenen Perspektiven. Und ich freue mich jetzt auf die Anhörung und auf die Erkenntnisse, die wir alle gemeinsam daraus ziehen werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Anhörung und im Anschluss an Ihre Eingangsstatements, die ja so ungefähr 5 Minuten lang sein sollten, besteht dann die Möglichkeit, die Fragen der Abgeordneten zu beantworten. Und wir würden so vorgehen, hier im Raum alphabetisch, also Herr Dr. Cordes, dann Frau Professor Dr. Hüttmann und dann Frau Schewe und dann anschließend Herr Professor Dr. Köller. Wenn das für Sie so okay ist von der Reihenfolge her, jetzt erstmal für die Eingangsstatements, dann kommen die Fragen der Abgeordneten und dann haben Sie die Möglichkeit, diese im Zusammenhang dann zu beantworten. Dann, Herr Dr. Cordes, dann wären Sie als Erster an der Reihe und Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und damit verbunden natürlich für die Gelegenheit, unsere Erkenntnisse aus der Evaluation hier nochmal platzieren zu können. Ich würde ganz gerne jetzt nicht auf die einzelnen Details der Evaluation zu sprechen kommen, das würde sicherlich den Rahmen sprengen, sondern auf einige wesentlichen Kernaspekte. Und vielleicht, damit Sie den Kontext richtig zuordnen können, zunächst mal die Voraussetzung der Evaluation. Der Evaluationsauftrag war, zentrale Fragestellungen der Lehrkräfteausbildung zu untersuchen, also da wären einmal die Studienverlaufsmuster Lehramt Grundschule, auch mit Blick auf die Dreifachkombination. Verfahren und Abläufe im Praxissemester, das betraf sowohl den Grundschulbereich als auch den Sekundarbereich. Das Studieren an 2 Hochschulen und die Untersuchung der Informations- und Werbemaßnahmen zur Rekrutierung von Studienbewerberinnen. Methodisch hatten wir dort verschiedene Bausteine. Wir haben sehr eng mit den Universitäten zusammengearbeitet. Da auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Wir hatten dort eine sehr hohe Kooperationsbereitschaft, was die Dokumentenanalysen vor allem auch betraf. Wir haben uns die Fachliteratur angeguckt, zur Verfügung stehendes statistisches Material. Wir haben mehrere Dutzend Interviews geführt mit Studierenden, mit Hochschulpersonal, aber auch mit außeruniversitären Akteuren, Schulen, Schulleitungen, Schulverwaltung. Wir haben Fokusgruppendiskussionen durchgeführt und eine quantitative Befragung mit über 1300 Studierenden durchgeführt, also hatten einen sehr hohen Rücklauf. 460 waren davon dem Grundschullehramt zuzuordnen. Die Evaluation startete im Januar 2021 und lief bis Abgabe des Evaluationsberichtes August 2021. Also Sie sehen, wir hatten ein relativ kurzes Zeitfenster. Zu den zentralen Ergebnissen. Es klang gerade schon an, der große Bedarf der Lehrkräfte in Berlin führte dazu, dass wir zum ersten einen hohen Anstieg der Studienanfängerinnenzahlen beobachten konnten, was allerdings nach Erkenntnissen unserer Evaluation ein kleines Dilemma mit sich birgt, nämlich der große Anstieg führt zugleich einer Verdichtung des Betriebs innerhalb der Universität, was vor allem Studierenden, aber auch Hochschulpersonal oftmals dahingehend beklagten, dass das Betreuungsangebote nicht wahrgenommen werden konnten, dass da Engpässe bestanden, auch im Zuge des Praxissemesters. Das Beratungsangebot wurde sehr positiv bewertet, wenngleich in der Masse teilweise etwas intransparent wahrgenommen, aber gerade bei der Betreuung gab es durchaus Engpässe. Wir würden gerne was zum Thema Studienabbruch und Studienzeitverlängerung sagen. Das können wir nicht, weil es die Datenlage nicht hergibt. Das hat damit zu tun, dass Studienabbruch schwer zu definieren ist, wir keine entsprechenden statistischen Angaben erheben konnten oder gewinnen konnten. Und dass die jetzigen Lehramtsstudiengänge in dieser Form relativ jung sind und wir deswegen natürlich auch nur beschränkte Aussagen zur Studienzeitverlängerung treffen können. Die vagen Informationen, die wir in dem Kontext erheben konnten, war allerdings, dass Studienabbruch nicht das zentrale Problem ist
was die Lärmstudiengänge in Berlin kennzeichnet. Das ist in anderen Bundesländern genau das Gleiche. Dort, wo Statistiken vorliegen, sind die Studienabbrecher, Abbrecherinnen Statistiken im Lehramt nicht höher als in anderen Studienfächern. Wir haben in unserer quantitativen Befragung die Frage gestellt, wie es denn mit Abwanderungstendenzen aussieht und haben dort von 60% der Studierenden die Information bekommen im Grundschullehramt, ja, wir möchten ganz gerne in Berlin auch später tätig werden, aber doch 40% denken darüber nach, das Lehramt später woanders auszuführen, allen voran natürlich Brandenburg, ungefähr 30% und andere Bundesländer ungefähr 10%. Ein Wort vielleicht noch zur Studienqualität. Aus Sicht der Studierenden sind die fachlichen Anforderungen eigentlich völlig in Ordnung. Auch der Forschungsschwerpunkt im Studium wird akzeptiert, wird auch für gut geheißen. Probleme werden gesehen einmal mit der großen Arbeitsverdichtung auf Basis der Dreifachkombination. Ich bin jetzt gerade im Grundschullehramt. Und zweitens im Zuge des Praxissemesters mit einer starken Arbeitsverdichtung auch da, in dem halt die Abschlussarbeit, Lernforschungsprojekt und insbesondere das Praxissemester selber sehr geballt aufeinandertreffen. In dem Zuge gab es sehr, sehr große Kritik seitens der Studierenden insgesamt an der Theorie-Praxis-Verzahnung. Und an der Stelle bin ich bei den Empfehlungen abschließend, die wir an dieser Stelle vielleicht nochmal platzieren würden. Zum einen würden wir anregen, darüber nachzudenken, ein alternatives Zweifachstudium zu überdenken mit zwei Intensivfächern, mit zusätzlichen Lernleistungen zum Beispiel. Wir würden anregen, ein statistisches, einheitliches Monitoring-System zu installieren. Ich kann nicht sagen, inwieweit dort schon Informationen an den Universitäten ausgetauscht werden und inwieweit sowas schon existiert. Wir konnten es aber nicht feststellen und wir denken, dass so ein einheitliches Monitoring-System, statistisches Monitoring-System sehr hilfreich wäre, die Studiensituation zu analysieren. Und drittens würden wir den Impuls setzen wollen, über eine Machbarkeitsstudie zum Thema duales Studium anzuregen, welches aus unserer Sicht einige Vorteile hat, die im Einzelnen im Evaluationsbericht auch aufgelistet sind. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Vielen Dank. Vielen Dank für den prägnanten Vortrag. Und dann ist Frau Professor Dr. Hüttmann an der Reihe. Ja, guten Morgen auch von mir, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Frau Senatorin, Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete und Zuhörerinnen. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mein Name ist Rebecca Hüttmann. Ich bin Vizepräsidentin mit dem Aufgabengebiet Lehrkräftebildung an der Universität der Künste Berlin. Ich bin außerdem dort Professorin für Musikpädagogik und davor war ich auch mal Lehrerin mit den Fächern Musik und Deutsch. An der UdK Berlin können die Fächer Bildende Kunst, Musik und Theater auf Lehramt studiert werden. Insgesamt sind gerade über 1.000 Studierende in den Lehramtsstudiengängen an der UdK immatrikuliert. Zunächst zur Situation. Der Lehrkräftemangel ist in den künstlerischen Fächern besonders gravierend, vor allem in den Grundschulen. Im Fach Musik wurden im Jahr 2020 an den Grundschulen lediglich ungefähr 40% der Musikstunden von ausgebildeten Fachlehrkräften gehalten. Der Rest wurde fachfremd oder gar nicht unterrichtet und die Tendenz ist steigend. Das heißt, die UdK sieht sich in der gesellschaftlichen Verantwortung, mehr Lehrkräfte zu bilden, und zwar mehr gut qualifizierte Lehrkräfte. Denn die künstlerischen Fächer sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer umfassenden Bildung, die ja allen Kindern und Jugendlichen zugänglich sein muss. Die Hochschulleitung der UdK sieht die Lehrkräftebildung daher als eine zentrale Aufgabe unserer Universität. Zur derzeitigen Realität gehört aber auch, dass es zu wenige Personen gibt, die sich für ein künstlerisches Lehramtsstudium bewerben. Und das gilt auch wieder besonders im Lehramt Grundschule. Hier gibt es einen bundesweiten Trend. Alle Musikhochschulen in Deutschland beispielsweise verzeichnen in den letzten Jahren einen Rückgang an Bewerbungszahlen in den Lehramtsstudiengängen. Der Lehrkräftemangel ist also ein überregionales Problem, das wurde ja hier auch schon gesagt. In Bezug auf die absoluten Zahlen ist die UdK in Berlin, dabei aber im deutschlandweiten Vergleich, zwischen den Musikhochschulen seit Jahren Spitzenreiter. Wir haben die meisten Zulassungen und Immatrikulationen
und zwar sowohl im Lehramt Grundschule als auch im Lehramt ISS GYM. Trotzdem wollen wir das weiter ausbauen, natürlich. Was haben wir schon geschafft? Wo stehen wir jetzt? Wenn man die Studierendenzahlen von 2017 und 2022 miteinander vergleicht, sieht man in allen Lehramtsstudiengängen der UdK Zuwächse, zum Teil signifikante. Insgesamt gab es einen Zuwachs um mehr als ein Drittel, wenn man alle Studiengänge zusammenrechnet. Wir sind permanent dabei, unsere Studien- und Zulassungsordnung zu prüfen und zu überarbeiten im Hinblick auf die Frage, wie wir mehr geeignete Personen erreichen und für unsere Studiengänge interessieren können. Dazu gehört im Fach Musik zum Beispiel seit 2015 die Öffnung für die Stilistik Jazz-Pop, die es vorher nicht gab, und über die wir inzwischen etwa ein Drittel unserer Bewerberinnen gewinnen. Dazu gehört auch die Einführung von Instrumenten aus anderen Kulturkreisen, wie zum Beispiel Balama und Oud, die auch als Hauptinstrumente studiert werden können. Im Lehramt Grundschule Musik arbeiten wir derzeit an einer umfangreichen und sehr grundlegenden Reform. Bisher war das so, dass elementare Fähigkeiten auf dem Klavier Zugangsvoraussetzungen waren für alle Bewerberinnen. Zukünftig wird das Instrument Klavier nicht mehr Teil der Zugangsprüfung sein, um auch den Bewerberinnen einen Weg ins Lehramt Grundschule Musik zu öffnen, die keinen Zugang zu einem Instrument hatten. Ein anderer großer Arbeitsbereich ist die Wiedereinführung der Studienfachkombination von einem künstlerischen Fach mit dem Fach Sonderpädagogik. Derzeit ist diese Kombination nicht studierbar. Wir möchten sie aber wieder einführen, unter anderem, um auch hier weitere interessierte Bewerberinnen zu erreichen. Dafür sind die Vorbereitungen schon weit gediehen und der Start ist für das nächste Jahr geplant. Darüber hinaus unternehmen wir an vielen weiteren Stellen Bemühungen, um potenzielle Bewerberinnen anzusprechen und zu unterstützen. Ein paar Beispiele sind kostenlose Vorbereitungskurse, Infotage, Pre-Colleges, individuelle Beratungen, studentische Scouts in den Schulen und weiteres. Wir befinden uns in einer wirklich drängenden Notsituation. Es geht ja darum, allen Kindern und Jugendlichen Bildungsgerechtigkeit zu ermöglichen und dazu gehört unverzichtbar auch der Zugang zur Bildung in den künstlerischen Fächern. Wir brauchen dringend mehr Lehrkräfte für unsere Schulen und aus Sicht der UdK sind in dieser Situation 4 Forderungen vordringlich. Erstens. Derzeit ist im Lehramt Grundschule die Kombination des künstlerischen Faches mit den Fächern Mathematik und Deutsch verpflichtend. Das Lehrkräftebildungsgesetz von 2014 ermöglicht an dieser Stelle allerdings Sonderregelungen für die künstlerischen Fächer. Im Koalitionsvertrag der Berliner Regierung ist ausdrücklich vorgesehen, dass die Kombination der Fächer Bildende Kunst und Musik im Lehramt Grundschule zukünftig mit einem der beiden Fächer Mathematik oder Deutsch möglich sein soll. Wir verlieren zu viele Studieninteressierte und Studierende, für die eine Kombination mit den Fächern Mathematik und Deutsch nicht attraktiv ist oder die sich dadurch überfordert fühlen oder es tatsächlich sind. Wir fordern die Berliner Landesregierung daher nachdrücklich auf, die Vereinbarungen des Koalitionsvertrags an dieser Stelle zügig umzusetzen. Zweitens, für das Lehramt ISS GYM fordern wir eine Ausweitung der Studienplätze im Quereinstiegsmaster, insbesondere im Lehramt Bildende Kunst. Wir sehen darin eine probate Möglichkeit, verhältnismäßig schnell, also eher kurzfristig, gut qualifizierte Lehrkräfte zu bilden. Die Bewerbungslage ist hier ausgesprochen gut, sodass wir die Studienplätze deutlich ausbauen könnten. Drittens. Im grundständigen Studiengang ISS GYM, also nicht im Quereinstiegsmaster, sondern im grundständigen Studiengang, ließe sich die Attraktivität unserer Studiengänge durch eine freie Zweitfachwahl erheblich steigern. Derzeit hat die UdK an den Zweituniversitäten Kontingente für die jeweiligen Zweitfächer. Wir verlieren in jedem Jahr Studierende, die in ihrem Wunsch-Zweitfach keinen Platz erhalten oder im zugewiesenen Zweitfach scheitern. Die Politik müsste die Zweitunis an dieser Stelle in die Lage versetzen, zu angemessenen Bedingungen diese Plätze zur Verfügung zu stellen. Viertens. Die UdK hat im Rahmen des Sonderprogramms Beste Lehrkräftebildung für Berlin unter anderem Mittel für unbefristete Stellen bekommen. Um den Aufwuchs der Studierendenzahlen nachhaltig zu bewältigen, reichen diese Mittel aber nicht aus. Nach wie vor müssen wir einen erheblichen Anteil der Lehre durch Lehrbeauftragte und damit prekäre Beschäftigungsverhältnisse abdecken, weil die Mittel für die Einrichtung von festen Stellen im akademischen Mittelbau und bei den Professuren nicht ausreichen.
Dringend nötig ist neben den personellen Kapazitäten schließlich eine Verbesserung der räumlichen Situation. In den Werkstätten und Ateliers der bildenden Kunst, in den Über-, Unterrichts- und Ensembleräumen in der Musik platzen wir aus allen Nähten. Auch hier bedarf es dauerhafter Lösungen, wenn wir den Aufwuchs fortführen und ausbauen sollen. Sie haben in der UdK an dieser Stelle wirklich einen verlässlichen Gesprächspartner, denn wir wollen die Lehrkräftebildung weiter voranbringen. Und dabei sind wir auch auf ein zügiges politisches Handeln in den genannten Punkten angewiesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Hüttmann. Und dann würde jetzt Frau Schewe fortsetzen und dann Professor Dr. Köller zum Schluss. Frau Schewe. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich studiere auf Lehramt im Master und bin jetzt bereits im dritten Fachsemester. Ich habe den Bachelor auch schon an der Freien Universität absolviert und war hier sehr zufrieden. Und ich empfinde die Lehre an der Freien Universität als gut. Jedoch ist der Lehramt, also der Lehramtsstudiengang für den Master, noch sehr verbesserungswürdig. Hier ergibt auch das Meinungsbild unter den Kommilitonen große Unzufriedenheit. Natürlich gibt es auch positive Aspekte. Die Raumsituation ist gut und auch an finanziellen Mitteln scheint es nicht zu fehlen. Ebenso ist die DSE, also die Dahlem School of Education, gut strukturiert und reagiert hilfsbereit auf organisatorische Probleme. Hört man mich gut oder? Ja, okay. Ich habe nicht das Gefühl, durch den Master besser auf meinen Beruf vorbereitet zu werden oder anderweitig viel relevantes Wissen zu gewinnen. Die fachwissenschaftlichen Anteile sind im Master sehr gering ausgeprägt. Diese habe ich immer als gewinnbringend und interessant empfunden und hätte mir hiervon gerne mehr gewünscht. Die pädagogischen und fachdidaktischen Module, die ja den Großteil des Masterstudiums einnehmen, waren eher enttäuschend. Auch wenn die Modulbeschreibungen viel Inhalt, die Vermittlung von Kompetenzen und Methoden suggerieren, ist dies in den meisten Fällen leider nicht so. Die Module sind letztendlich doch sehr inhaltsarm und fühlen sich gestreckt an, was eigentlich sehr paradox ist, da der zeitliche Aufwand, den man als Studierender investieren muss, sehr hoch ist und nicht dem zeitlichen Aufwand entspricht, der laut ECTS-Punkten vorgegeben ist. Das führt bei sehr vielen Kommilitonen zu einer hohen Stressbelastung und oder einer längeren Studienzeit. Der Praxisbezug, den der Master eigentlich haben soll, sehe ich zumindest im ersten Studienjahr nicht gegeben. Zwar sollen immer wieder Unterrichtsentwürfe entstellt werden, jedoch werden diese viel zu selten ausgewertet und wenn, dann meist nur über Peer-Feedback, was an sich zwar auch gut und hilfreich ist, aber dafür benötigt es den akademischen Rahmen nicht. Sich gegenseitig im Rahmen von Studierendenaustausch kommentieren und Tipps geben, muss nicht unbedingt zwingend in der Universität passieren. Und auch das trifft natürlich nicht auf alle Dozierenden zu, aber generell sind sehr viele Seminare als reine Selbstlernkurse aufgebaut. Den Großteil der Seminare nehmen Präsentationen von Studierenden ein oder zu Kernfragen sollen untereinander Diskussionen geführt werden, ohne dass diese abschließend vom Dozierenden evaluiert werden bzw. die Kernfragen aus seiner Sicht fachlich beantwortet werden. Zusätzlich ist nichts von den praxisbezogenen Produkten, von denen wir sehr viele erstellen müssen, wie jetzt Studien, Reihenplanung oder Lernspiele, darauf ausgelegt, tatsächlich in der Praxis umgesetzt zu werden. Es geht nicht darum, wie und ob es sich vor einer Klasse eignen würde, sondern darum, dass es dem Dozierenden gefällt und er einem die erfolgreiche Teilnahme bestätigt. An der Universität ist das Bild von Schule idealisiert. Es wird sehr ausgiebig über kleine Probleme geredet, aber die ganz wesentlichen Problemfragen werden überhaupt nicht behandelt. Wie zum Beispiel, wie benote ich gerecht? Was sind die rechtlichen Grundlagen? Was muss und darf ich als Lehrkraft? Was ist verboten? Wie gehe ich mit Unterrichtsstörungen vor? Auf konkrete Fragen hierzu kommt dann meist nur die Antwort, das müssen Sie individuell entscheiden oder das lernen Sie später. Die meisten Themen werden abgeschlossen mit, das Eigentliche dazu lernen Sie dann in der Praxis oder dann im Referendariat. Da drängt sich doch die Frage auf, was ist denn überhaupt der Sinn des Masters? Wenn die Fachwissenschaften wenig gelehrt werden und letztendlich auch keine pädagogische Ausbildung erfolgt, beziehungsweise diese dann auch sowieso erst richtig im Referendariat passieren soll. Die Existenzberechtigung vom Master, so wie er ist, sehe ich kaum gegeben.
Die erste richtige Praxisphase, in der man auch zwingend selbst unterrichten muss, ist erst im letzten Studienjahr vorgesehen. Das Praxissemester ist im dritten Mastersemester angesetzt. Und wer dann merkt, dass der Beruf doch nicht zu einem passt, hat bereits 4,5 Jahre in das Studium investiert und wird wahrscheinlich den Master auch noch absolvieren. Jedoch ist es fraglich, ob und wie lange derjenige dann tatsächlich auch als Lehrkraft tätig ist. Dementsprechend wäre das Praxissemester viel sinnvoller in den Bachelor zu integrieren als in den Master. Was wir uns als Initiative Lehramt vom Master wünschen würden, wäre mehr tatsächlicher Praxisbezug, da das Exerpieren von Artikeln und Studien im Beruf nicht wirklich weiterhilft. Oder alternativ, wenn das aufgrund der Rahmenbedingungen nicht möglich ist, würden wir uns einen fachwissenschaftlichen Master wünschen. Auch ist uns sehr wichtig, dass die Seminare nicht nur als reine Selbstlernkurse mit der Basis Peer-Feedback aufgebaut sind, sondern dass mehr qualitativer Input seitens der Dozierenden erfolgt. Auch wünschen wir uns eine bessere Verteilung und Reduzierung des Arbeitsaufwandes. Dieser sollte tatsächlich den laut Leistungspunkten vorgesehenen Zeiten entsprechen. Und wir würden uns freuen, wenn das Ziel der zukünftigen Bemühungen nicht nur auf mehr Absolventen abzielt, sondern auch auf eine qualitative Verbesserung. Vielen Dank für die Anhörung. Vielen Dank Ihnen. Und dann hören wir jetzt zum Schluss noch Herrn Professor Dr. Köller. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Senatorin, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, großen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit geben, auch zu der Problematik der Lehrkräftegewinnung Stellung zu beziehen. Ich würde auch gerne eine etwas überregionale Perspektive zunächst einnehmen, weil die Probleme, die Berlin hat, ja letztendlich Probleme sind, die sich aktuell in fast allen Bundesländern stellen, teilweise natürlich mit besonderer Verschärfung, wie es eben auch in Berlin sichtbar wird. Ich möchte gerne mit einigen Herausforderungen beginnen. Wir sind in einer demografisch schwierigen Situation. Das heißt, wir haben steigende Schülerinnen und Schülerzahlen. Die Kohorte, die Geburtskohorte, die in diesem Jahr eingeschult wird, ist die größte seit langem und auch die größte in der nächsten Zeit. Das sind fast 800.000 Kinder, die in diesem Jahr eingeschult werden. Wenn wir uns anschauen, wie viel in diesem Jahr ein Studium in Deutschland begonnen haben, ist diese Kohorte um rund 100.000 kleiner und sie wird weiter schrumpfen. Das heißt, wir werden in den nächsten 10 Jahren sinkende Geburtskohortenstärken haben, die in die Ausbildung bzw. auch ins Studium gehen. Das heißt, die Universitäten in Berlin wie bundesweit werden sich daran gewöhnen müssen, weniger Studierende zu haben, und zwar in allen Studienfächern. Und wir sehen dieses auch schon insgesamt in zurückgehenden Zahlen bundesweit in fast allen Studiengängen. Dieses wird sich fortsetzen. Dieses wird auch an Dramatik deutlich zunehmen, sodass wir nicht davon ausgehen können, dass wir die Probleme fehlenden Lehrkräfte in den nächsten 10 Jahren vor allem über höhere Studienanfängerzahlen lösen können. Das heißt, wir haben ein Problem, was mindestens 10 Jahre wahrscheinlich etwas länger anhält, was sich auch widerspiegelt in Berechnungen hinsichtlich des Bedarfs an Lehrkräften bis 2035, vor allem den fehlenden Lehrkräften bis 2035. Hier gibt es ja, und auch das ist eine Herausforderung, durchaus unterschiedliche Prognosen. Typischerweise fallen die Prognosen der KMK sehr günstig aus, die der Wissenschaft allen voran von Klaus Klemm ganz anders. Wenn man aktuell schaut, dann klafft eine Differenz von über 100.000 Lehrkräften, die bis 2035 in Deutschland fehlen werden. Was wir auch sehen bei den Herausforderungen ist, darauf ist auch schon die Kollegin eben eingegangen von der UdK, wir haben in unterschiedlichen Fächern unterschiedliche Mangelsituationen. Es ist auf die künstlerischen Fächer bereits eingegangen worden. Wir haben auch massive Probleme in den MINT-Fächern in den kommenden Jahren. So zeigen eben auch die Prognosen, dass insbesondere auch Mangelfächer wie Physik, aber auch Informatik eine Lücke haben werden, die teilweise 2035 bei 75 bis über 90% liegen wird. Also dramatische Unterversorgung in einzelnen Fächern. Um Auswege aus dieser Not zu finden, haben natürlich alle Länder, so auch Berlin, auf alternative Programme gesetzt, Quer- und Seiteneinstieg, die nötig sind.
die aber bundesweit und in den meisten Ländern ohne Qualitätssicherung stattfinden, sodass wir nur ahnen können, dass die Wege, die jetzt gewählt werden, um möglichst viele Personen ins Lehramt zu bringen, nicht dazu führen, dass a) die professionellen Kompetenzen hinreichend ausgeprägt sind und b) damit natürlich auch die Unterrichtsqualität möglicherweise eher zurückgeht, als sie zunimmt. Ich spreche heute zu Ihnen nicht nur als Leibniz-Direktor, sondern auch als Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission. Das tue ich deswegen auch, weil die Ständige Wissenschaftliche Kommission von der Kultusministerkonferenz beauftragt ist, bis Dezember bzw. Januar ein Gutachten zu schreiben, Empfehlungen abzugeben, wie man kurzfristig dieses Problem bearbeiten kann, wie man möglicherweise auch die großen Lücken an Lehrkräften kurzfristig etwas reduzieren bzw. stopfen kann. Das wird dann im Laufe des Jahres 2023 noch ein weiteres ausführliches Gutachten geben, das die SWK den 16 Ländern zur Verfügung stellen wird, wo es nicht nur um Lehrkräftegewinnung gehen wird, sondern auch um Sicherung der Qualität der Lehrkräftebildung in Deutschland. Abschließen möchte ich meine Ausführungen damit, dass wir uns, glaube ich, davon verabschieden müssen, dass wir wirklich die Probleme lösen, indem wir an den Universitäten sehr viel mehr Studienplätze bereitstellen. Ganz wichtig wird es sein, die Haltekraft der Studiengänge zu erhöhen. Der Kollege ist vorhin auch schon darauf eingegangen, auf die Studienabbruchszahlen. Es ist richtig und sicherlich auch ein schon langfristiges Phänomen, dass die Lehramtsstudiengänge nicht diejenigen sind, die die höchsten Abbruchquoten haben. Gleichwohl sprechen einige Zahlen dafür, dass wir in den letzten Jahren steigende Abbruchquoten haben in verschiedenen Lehramtsstudiengängen. Wir haben auch gewisse Hinweise, ja, ich würde fast sagen anekdotische Evidenzen, die man unbedingt nachgehen muss, dass die Zahl derer, die zwar noch einen Masterabschluss machen, dann aber nicht mehr in den Vorbereitungsdienst gehen, dass diese Zahl steigt. Und wir haben auch gewisse Hinweise, dass möglicherweise die Zahl derer, die nach dem Vorbereitungsdienst dann doch nicht in den Schuldienst gehen, dass auch diese Zahl steigen könnte. Das heißt, was wir, glaube ich, dringend brauchen, sind genaue Zahlen, Verlaufszahlen über Abbrüche im Studium, über Übergänge Studium, Vorbereitungsdienst und dann auch über Vorbereitungsdienst Lehramt dann wirklich in den Schulen. Denn um wenigstens halbwegs das Problem auch in den nächsten Jahren lösen bzw. bearbeiten zu können, wird es ganz, ganz wichtig sein, möglichst wenige, ganz, ganz wenige der Studienanfängerinnen und Anfänger irgendwann zu verlieren, sondern die Universitäten, der Vorbereitungsdienst, das ganze System muss alle Anstrengungen in Bewegung setzen, um die möglichst viele von denen, die heute ein Lehramtsstudium beginnen, dann auch wirklich zu halten, um einigermaßen die Lücke bearbeiten zu können. Dazu ist es, glaube ich, auch wichtig, noch einmal innerhalb der Lehramtsstudiengänge in den Universitäten zu überlegen. Darauf ist eben auch die Studentin eingegangen, wie man die Lehramtsstudiengänge attraktiver macht, wie man auch innerhalb eines Bachelor-Master-Studiums Quereinstiege ins Lehramtsstudium erleichtert. Es wird sicherlich auch sinnvoll sein, nochmal darüber nachzudenken, ob auf Dauer ein Zweifachlehramt für alle Fächer wirklich zielführend ist. Die Kollegin von der UdK ist auch schon auf diese besondere Problematik bei der ästhetischen Fächer in ihrer Kombination mit Deutsch und Mathematik eingegangen. Auch hier wird man sehen müssen, inwieweit man hier Möglichkeiten schafft, um vor allem auch Studiengänge in den Mangelfächern attraktiver zu halten, um dort nicht nur die Studienzahlen möglichst in ihrem Rückgang zu minimieren, sondern auch dort die Studierenden zu halten. Vielleicht so viel und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen lieben Dank. Dann würden wir jetzt zur Aussprache kommen und da hat sich als erstes die Senatorin gemeldet und dann haben wir hier eine Rednerinnenliste. Dazu kommen wir dann gleich. Frau Senatorin. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank auch jetzt von meiner Seite für die Gelegenheit, diese Anhörung hier zu hören und auch wirklich viele sehr interessante und für uns sehr weiterführende Hinweise zu bekommen, wie wir hier weiter tätig sein können. Ich glaube, es ist allen klar und wir haben schon oft darüber gesprochen, dass der Lehrkräftebedarf in Berlin weiterhin eben sehr hoch ist. Die Zahlen wurden gerade auch noch mal genannt und wir sehen ja auch die Perspektive durch den demografischen Wandel und insbesondere der Aspekt, wir müssen halten, ist sicherlich der, den wir in Zukunft sehr viel stärker noch anschauen müssen.
Deshalb hat der Berliner Senat die Lehrkräftebildung weit oben auf der Prioritätenliste. Im Jahr 2021 haben 907 Studierende ihr Lehramtsstudium abgeschlossen. Die hochschulvertraglich vereinbarten 2000 sind damit also bislang noch nicht erreicht worden. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass ja erst 2016 begonnen wurde und die Regelstudienzeit eben auch entsprechend lang ist bei den Studierenden und häufig noch ein, zwei Jahre länger dauert. Also die Regelstudienzeit dauert 5 Jahre und durchschnittlich studieren Lehramtsstudie 1 bis 2 Jahre länger. Und zusätzlich hat natürlich auch hier Covid-19 Spuren hinterlassen und zu Verzögerungen geführt. Aber dennoch sieht man, dass jetzt schon erste Früchte zu sehen sind. So ist die Anzahl der Bachelor-Absolventinnen und Absolventen von 990 im Jahr 2018 auf über 1300 im Jahr 2021 angestiegen. Bislang wurden 100 Millionen Euro für Maßnahmen zur Erhöhung der AbsolventInnen in den Lehramtsstudiengängen zur Verfügung gestellt und wichtige Maßnahmen wie der Studienplatzausbau, die Beratung und Begleitung der Lehramtsstudierenden und die Gewinnung neuer Studieninteressierter finanziert. Ein wichtiger Bestandteil zur Unterstützung der universitären Lehrkräftebildung bildet das im Jahr 2020 verabschiedete Sonderprogramm Beste Lehrkräftebildung für Berlin. Das Sonderprogramm kann durch die im Doppelhaushalt 2022-2023 verankerten zusätzlichen Mittel im Jahr 2023 fortgesetzt werden. Und zusätzlich wurden im Doppelhaushalt Mittel für die Durchführung einer Multikohortenstudie sowie weitere 10 Millionen Euro zur Erhöhung der Lehramtsabsolventinnen und Absolventen aufgenommen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Geld haben, weil wir genau die Fragen, die Sie jetzt hier auch angestoßen haben, wie soll das Studium dann konkret noch mal angeschaut und reformiert werden, auch mittels dieser Studie noch mal erhellen wollen und uns daraus noch mal einige Hinweise erwarten. Und insbesondere die 10 Millionen Euro, die wir zusätzlich bekommen haben, brauchen wir dringend, um das jetzt weiterzuführen. Und ich möchte hier an dieser Stelle auch gleich sagen, es wäre sehr, sehr wichtig, dass die auch in den nächsten Jahren verstehen, werden. Also das vielleicht mal umgekehrt ein Wunsch der Senatsverwaltung an das Abgeordnetenhaus, weil wir sehen, dass uns das wirklich sehr, sehr hilft. Die Konzepte zur Fortsetzung des Sonderprogramms, ich habe es gerade gesagt, sollten verstärkt werden. Jetzt noch mal zur Evaluation der Lehrkräftebildung. Allein in den Jahren 2021-2022 wurden mehrere Evaluationen durchgeführt. Wir haben hier ja jetzt auch einiges gehört, deshalb möchte ich gar nicht stärker noch da auf die Details eingehen, weil wir die hier durch den Experten schon im Weiten dargestellt bekamen. Wir haben als Reaktion auf die Handlungsempfehlungen der Evaluation in der Steuerungsgruppe Lehrkräftebildung Maßnahmen beschlossen, zum Beispiel eine koordinierte Einführungsveranstaltung für Studierende an 2 Hochschulen oder ein Austauschtermin über die universitären Studienverlaufsmonitoring-Systeme. Auch die Pilotierung des sogenannten Tandem-Modells wurde begleitend evaluiert. Im Tandem-Modell teilen sich 2 Studierende einen Praktikumsplatz, was zum einen inhaltliche Vorteile mit sich bringt, da die Studierenden kooperativ Unterricht gestalten und vorbereiten. Zum anderen werden die Schulen entlastet, um die anwachsende Zahl an Lehramtsstudierenden auch adäquat betreuen zu können. Die Evaluation des Tandem-Modells im Grundschullehramt zeigt sehr vielversprechende Ergebnisse, da sich die Beteiligten zufrieden bis sehr zufrieden zeigen und die Studierenden im Tandem-Modell in ihrer Selbsteinschätzung von einer höheren Lernerfahrung ausgehen als die Vergleichsgruppe, die nicht das Praxissemester im Tandem absolviert hat. Und zuletzt haben die lehrkräftebildenden Universitäten die hochschulvertraglich vereinbarte Befragung der Lehramtsstudierenden mit besonderem Fokus auf den Übergang Bachelor-Master durchgeführt. Die Ergebnisse werden aktuell verwaltungsintern ausgewertet. Und ich kann Ihnen bereits jetzt sagen, dass die Übergangsabsicht in den Master eben sehr hoch ist. Wir haben das an anderer Stelle hier heute auch schon gehört. Wo die dann hingehen, ist dann die nächste Frage. Auch das ist hier ganz gut angekommen. Spezifisch liegt die Übergangsabsicht im Lehramt für Grundschulen bei rund 93%, im Lehramt an beruflichen Schulen bei 89% und im Lehramt an Gymnasium ISS bei 85%. Ich glaube, weitere Detailfragen werden noch in der Diskussion kommen. Eventuell wird die Staatssekretärin auch ergänzen können. Ich bin auch insbesondere dankbar für die Hinweise zum Masterstudium. Das nehmen wir sehr wahr und werden das auch noch mal hinterfragen gemeinsam mit den Hochschulen. Vielen Dank. Dann kommen wir zur weiteren Aussprache und Herr Abgeordneter Schulze ist als Erster an der Reihe.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Anzuhörenden für Ihre Ausführungen. Das war, glaube ich, sehr interessant. Wir haben es ja hier tatsächlich mit dem Dauerbrenner zu tun und auch mit einem der drängendsten Probleme in der Wissenschaftspolitik in Berlin. Kleine Anekdote, sozusagen, als die Koalitionsverhandlungen waren, fragten die Journalistinnen und Journalisten fast ausschließlich nach dem Thema Lehrerbildung. Der Rest der Wissenschaftspolitik kam in der Berichterstattung kaum vor. Das war jetzt schon zweimal so und ich glaube, es ist auch berechtigt, dass die Gesellschaft, die Stadtgesellschaft in Berlin danach fragt, was die Universitäten für die Ausbildung von Lehrkräften tun, weil das ist der Bereich, wo sie unmittelbar, viele Menschen unmittelbar sozusagen mit dem Output der Universitäten zu tun haben. Und die Reformen sind, glaube ich, zahlreich gewesen in den letzten Jahren, auch der Lehrkräftebildung. Und insofern gucken wir uns, glaube ich, immer regelmäßig hier an, fast einmal im Jahr im Ausschuss auch, wie es damit vorangeht. Ich hätte tatsächlich nach Ihren Ausführungen ein paar Fragen, um das noch ein bisschen zu detaillieren. Eine Frage war die nach den Personalstrukturen. Das wurde von, glaube ich, fast Ihnen allen auch angesprochen. Die Frage, wer macht die Lehre eigentlich in der Lehrkräftebildung und wie ist die Ausstattung? Und ich höre auch aus den Universitäten, dass da doch gelegentlich viel mit Lehrbeauftragten gearbeitet wird. Ich glaube, an der UdK ist es ein bisschen auch Spezifik der künstlerischen Hochschulen, aber auch an den großen Universitäten wird mit Lehrbeauftragten dort viel gemacht oder auch mit befristeten Stellen im Bereich von WIMIs oder Lehrkräften für besondere Aufgaben. Vielleicht können Sie da noch mal ausführen, sozusagen, was Sie sich da wünschen an der Stelle. Also sagen wir, meine Vorstellung wäre ja, man baut eine grundständige Personalstruktur mit entsprechendem Mittelbau, mit Professuren und so weiter, die dann auch auf Dauer finanziert wird. Bisher haben wir das ja über Sonderprogramm finanziert, sozusagen, was immer haushaltsmäßig jedes Jahr fortgeschrieben werden muss. Wir haben jetzt die Hochschulvertragsverhandlungen vor uns. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was Sie brauchen, um wirklich eine grundständige, dauerhafte Personalstruktur, die wissenschaftlich auch lebensfähig und attraktiv ist, zu bauen. Zur UdK hätte ich zwei Fragen. Das eine Thema ist, was bei uns immer wieder aufschlägt, ist das Thema der Aufnahmeprüfungen. Ich weiß, dass Sie da auch mit dauerhaft zu tun haben und dass es da immer wieder kritische Nachfragen gibt. Also wie schwer sind die? Wie viele Leute kommen da durch? Muss jemand, der Kunst- oder Musiklehrerin werden möchte, in der Grundschule tatsächlich sozusagen dieses künstlerische Geschick von Anfang an schon mitbringen, dass er dann eine hohe Hürde der Aufnahmeprüfung besteht? Wie sehen Sie das? Wie sind die Zahlen? Wie viele Leute kommen da durch von denen, die sich bewerben? Und ist das ein Nadelöhr oder ist es eigentlich keins? Und die zweite Frage an die UdK, an Frau Professor Hüttmann, wäre die Frage, welche Zweitfächer sind denn besonders gefragt? Also wo ist denn der Mangel am größten bei den Universitäten? Vielleicht können Sie das auch noch mal ausführen. An Frau Schewe hätte ich die Frage, erstmal, ich glaube, wir sollten da alle sehr genau hinhören, was Sie gesagt haben, weil das sozusagen, wenn die Studierenden nicht das Gefühl haben, dass das Studium sie auf den Job vorbereitet, dann werden sie das auch eher verlassen, die ganze Veranstaltung. Und wenn sie das Gefühl haben, sie sind unsicher und können mit dem, was sie da an Dingen gelernt haben, sozusagen nicht in diesen Schulbetrieb gehen, weil sie darauf nicht vorbereitet sind, dann haben wir da ein Riesenproblem. Ich glaube, das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Insofern gibt es da einen direkten Zusammenhang zwischen dem, was Sie lernen und dem, was Sie später ausführen. Und wir waren ja in Helsinki mit dem Ausschuss vor mittlerweile 3 Jahren und haben uns das finnische Lehrkräftebildungssystem angeguckt. Und was dort besonders spannend war, dass die Themen Fachstudium, Didaktik, Pädagogik und Praxis von dem ersten bis zum letzten Semester an integriert waren. Also sozusagen diese aufeinanderfolgenden Abschnitte gab es dort nicht, sondern das lief sozusagen komplett nebeneinander her. Vielleicht können Sie noch mal sagen, ob Sie sich was Ähnliches wünschen sozusagen, ob es sinnvoller wäre, die Dinge stärker miteinander zu verzahnen und ob Sie überhaupt die Chancen dafür sehen, sowas in der derzeitigen Struktur, die wir jetzt haben, auch in den Schools of Education überhaupt umzusetzen. Und meine zweite Frage an Sie wäre das Thema, wie viele Studienabbrüche stellen Sie denn fest bei Ihren Kommilitonen und Kommilitonen? Wir haben jetzt hier unterschiedliche Einschätzungen gehört. Sie haben gesagt, es gibt eigentlich nicht mehr Studienabbrüche als in anderen Fächern. Das kann sein, aber die sind natürlich auch nicht niedrig in anderen Fächern. Und der Professor Köhler sagte, es gibt schon eine hohe Zahl von Studienabbrüchen. Vielleicht kann Frau Schewe mal sagen, wie sie das sieht, wie sie mit ihren Kommilitonen da diskutiert. Ob wir uns dem widmen sollen oder ob tatsächlich die Übergänge zwischen den verschiedenen Phasen das Problem sind. Soweit von meiner Seite. Dankeschön. Vielen Dank. Dann habe ich mich gemeldet als Sprecherin für Bildung meiner Fraktion, danach Herr Krasse, Frau Dr. Cibocha, Herr Hopp, Herr Trefzer und Herr Krüger über WebEx. Dann bin ich ausnahmsweise an der Reihe und hätte auch noch ein paar Nachfragen.
Herr Dr. Cordes, Sie hatten ja ausgeführt, dass es eine Verdichtung gibt und auch sozusagen die Betreuungsrelation ein Problem ist. Da wollte ich fragen, wie sich das entwickelt hat, jetzt auch mit den vermehrten StudienanfängerInnen, wie die Betreuungsrelation aktuell ist und ob Sie sozusagen den Eindruck haben, dass Mentoring-Programme, die ja auch existieren, Abhilfe schaffen können. Dann hatten Sie davon gesprochen, dass ca. 30% der Studierenden überlegt, in Brandenburg dann anschließend das Referendariat zu beginnen. Da wollte ich fragen, ob dort Gründe genannt worden sind, ob das dokumentiert ist während der Studie. Dann hatten Sie gesagt, dass die Theorie-Praxis-Verzahnung ein Problem ist und sich dort anderes gewünscht wird. Da wollte ich auch fragen, ob das Thema Praxissemester dort eine Rolle spielt oder früheres Praktikum. Und zum Schluss hatten Sie das duale Studium als Idee in den Raum gestellt. Und da wollte ich fragen, ob Sie Erkenntnisse darüber haben, wie das in anderen Bundesländern gibt, ob es hier schon Piloten gibt, ein duales Studium sozusagen durchzuführen, beziehungsweise ob Sie das Modell in Potsdam kennen, der Ausbildungsschule, wo es ja auch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis gibt und wie Sie das da in diesem Zusammenhang bewerten würden. Professor Dr. Hüttmann, Sie hatten davon gesprochen, dass es wirklich zu wenig BewerberInnen gibt und dass Sie aber an den Schulen auch sehr unterwegs sind mit den Scouts, um schon in den Schulen fürs Lehramt zu werben. Da wollte ich fragen, wie der aktuelle Stand da ist und ob es dort gute Rückmeldungen gibt. Und dann hatten wir ja festgestellt, dass es so eine Art Corona-Delle gibt. Also das heißt, dass wir in den letzten 1, 2, 3 Semestern sehr wenig AbsolventInnen auch deswegen hatten, weil viele ihren Abschluss doch noch hinausgezögert haben im Bachelor und im Master. Und da wollte ich fragen, ob die UdK dort Instrumente gefunden hat, um auch sozusagen die Studierenden erfolgreich zum Abschluss zu begleiten, weil wir sie natürlich dringend im Referendariat brauchen. Sie hatten auch ein paar Dinge angesprochen, die wir auf dem Zettel haben, also Mathematik und Deutsch im Grundschullehramt plus das künstlerische Fach und die freie Zweitfachwahl, wo einfach das Lehrkräftebildungsgesetz novelliert werden muss, wo wir ja gesagt haben, dass in dieser Legislatur das auch wichtig ist. Genau, aber Sie könnten gerne das auch noch mal ausführen, weil es gibt ja die Konkurrenz zu Potsdam, ne? Also an der Stelle, wo eben keine 3 Fächer nötig sind und ob Sie da Erkenntnisse haben, dass viele StudienanfängerInnen auf Potsdam auch ausweichen, anstatt Berlin zu wählen. Und natürlich das Problem, dass es jetzt in der Debatte ist, soll Kunst und Musik auch an den anderen Unis angeboten werden, soll Sonderpädagogik an der UdK angeboten werden, also diese Debatte mit den Fächern. Sie hatten gesagt, Q-Master ausbauen, da interessiert uns natürlich, können Sie dann die Studierenden aufnehmen? Ja, also Sie hatten gesagt, wenig Platz an der UdK, auch bei den Werkstätten. Ne? Also könnten wir da noch ausbauen, wenn man jetzt sagt, man würde das machen. An den Senat wollte ich die Frage stellen, wie wir dazu kommen, dann feste Stellen zu schaffen, wenn die Lehrbeauftragten sozusagen aktuell in Verantwortung sind und wie wir das verstetigen können aus Ihrer Sicht, damit wir dann auch feste Stellen an den Universitäten einrichten können. Genau, Frau Schewe hatte insbesondere auch noch mal bei den Dozentinnen angesprochen, dass die wenig Praxiserfahrung haben. Ne? Und dieses Thema, also dass Dozentinnen gar nicht wissen, wie die Situation in Schule ist, ja? Dass man da viele, sage ich mal, sonstige Aufgaben auch noch erfüllen muss und dass das kein ideales Bild ist, das bringt uns natürlich auch dazu, mal zu überprüfen, welche Dozentinnen haben wir, warum sozusagen gibt es dort so wenig Praxisbezug. Und da wollte ich Sie, Frau Schewe, fragen, das Praktikum, das ja auch angelegt ist, auch schon im Bachelor, ob der Ausbau sozusagen des Praktikums eine Möglichkeit wäre oder wirklich nur, dass das Praxissemester vorgezogen würde und welche Vor- und Nachteile sich natürlich da ergeben, wenn man das Praxissemester vorzieht. Und zum Schluss, Herr Professor Dr. Köller hatte angesprochen, wir haben das bundesweite Problem. Da ist es ja so, dass wir vereinbart haben, auch den Staatsvertrag auf den Weg zu bringen, dass wir im nächsten Jahr auch den KMK-Vorsitz haben werden. Und das ein wichtiger Punkt ist, dass alle Bundesländer bedarfsdeckend ausbilden müssen, damit wir vorankommen und nicht nur Berlin, auch mit dem tollen Programm, jetzt mit den 17 Millionen, aber es ist natürlich klar, dass es ein bundesweites Problem ist. Herr Professor Köller, Sie haben angesprochen, die Qualitätssicherung auch im Quereinstieg und im Seiteneinstieg, da wollte ich noch mal fragen, ob Sie da Erkenntnisse haben bei unserem STEPS, wo ja die Quereinsteigenden sozusagen ausgebildet werden, wie man hier die Qualitätssicherung stärken kann und dass insbesondere die erste, zweite und dritte Phase natürlich besser miteinander verzahnt werden müssten und auch ein bisschen effizienter das Studium gestaltet werden müsste und eben auch die Ausbildung im Quereinstieg zum Beispiel oder die Weiterbildung, ob Sie hier Ideen haben, wie man das besser gestalten kann, damit wir mehr Absolventinnen erhalten.
So, Dankeschön. Und dann ist jetzt Herr Krasser an der Reihe. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die Anzuhörenden für Ihre Ausführungen und für die Möglichkeit zur Diskussion und hier Fragen auch zu diskutieren miteinander. Nochmal runtergebrochen auf die zentrale Frage, welche konkreten Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht ergriffen werden, um den Studienerfolg zu steigern, damit auch die Quote an Studienabbrechern gesenkt werden kann? Frau Professor Hüttmann hatte ja ausgeführt und mehrere Anreize auch genannt für geeignete Bewerber und auch die 4 Punkte genannt, die alles in allem auch sehr interessant waren. Nur was kann man jetzt eigentlich tun, um die Abbrecherquoten zu senken? Da würde mich Ihre Einschätzung sehr interessieren. Was müsste aus Ihrer Sicht auch passieren, um zu vermeiden, dass die Studierenden mit falschen Erwartungen in das Studium einsteigen? Frau Schewe hat ja eine Andeutung gemacht, dass die Absolventen dann nach Abschluss nicht lange zur Verfügung stehen. An Herrn Professor Köller die Frage, ob die Expertenkommission auch die Gremien in den Blick genommen haben, die vom Senat zur Abstimmung zwischen den Verwaltungen und den Hochschulen eingesetzt worden sind, ob es hier Best-Practice-Beispiele aus anderen Bundesländern gibt zu speziellen Ansätzen und Gremien, die eingerichtet werden könnten. Die Linke hatte neulich im Bildungsausschuss mit Nachdruck gefordert, einen Sanktionsmechanismus für die Universitäten, sollten die Hochschulen die vereinbarten Absolventenzahlen nicht erreichen. Daher nutzen wir doch die Gelegenheit, hier im Wissenschaftsausschuss den Senat zu fragen, ob er diese Forderung teilt und wenn ja, wie soll dieser Sanktionsmechanismus eigentlich aussehen? Noch 2 weitere Fragen an den Senat. Zum einen die Gründung eines Landesinstituts für Lehrkräftebildung, die ja nun angekündigt worden ist. Wie ist hier der Zeitplan zur Umsetzung? Welche Aufgaben wird das Institut wahrnehmen? Und abschließend hatte der Senat im Rahmen der Haushaltsberatung berichtet, dass eine Flexibilisierung des Praxissemesters in Arbeit ist. Wie ist hier der aktuelle Stand bzw. Zeitplan? Vielen Dank. Danke. Und dann ist Frau Dr. Tschibocher an der Reihe. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Anzuhörenden. Das war auch, wenn man sich schon seit einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt, doch wieder sehr interessant und erkenntnisreich. Ich wollte für alle die, die zuhören und vielleicht nicht ganz so in den ExpertInnen sind in diesem Thema, darauf hinweisen, wie das System grundsätzlich eigentlich gedacht ist. Wir haben einen polyvalenten Bachelor, in dem das Fach gelernt wird, und zwar wissenschaftlich gemeinsam mit den reinen Fachstudierenden, mit einem hohen fachwissenschaftlichen Anspruch. Und wenn ich Frau Schewe da richtig verstanden habe, dann hat sie das auch, dann gibt es viele Studierende, die das auch sehr gut finden, dass sie zunächst mal fachwissenschaftlich exzellent ausgebildet werden in diesem polyvalenten Bachelor. Wir haben dann eine Masterphase, die stärker auf die lehrkräftespezifischen theoretischen Inhalte eingeht, wo ja auch die Frage ist, ist diese Praxisverzahnung ja grundsätzlich früher auch gar nicht angelegt gewesen. Und wenn ich mich über lernpsychologische, über das, was passiert im Gehirn, über all solche theoretischen Fragen der Psychologie und Erziehungswissenschaft austausche, dann ist es ja auch erstmal stark fachwissenschaftlich orientiert. Da habe ich vernommen, dass das als recht unbefriedigend und zu wenig erkenntnisreich und zu wenig tatsächlich auch auf Anwendung bezogen empfunden wird von den Studierenden. Und dann haben wir die Praxisphase, das Referendariat, wo genau diese ganzen schulpraktischen Dinge erlernt werden, also unter anderem auch der Rechtsrahmen. Und da kenne ich die Klage von vielen aus dem Referendariat, dass sie da reingeworfen werden und viel zu wenig von dem lernen, was sie eigentlich im Referendariat lernen sollen, den rechtlichen Rahmen und alles, was die Schulpraxis angeht. Aber grundsätzlich war das System immer so gedacht, dass es 3 Phasen gibt. Und wir reden aber heutzutage eben sehr viel über diese Verzahnung von Theorie und Praxis von Anfang an. Und ich war ja auch in Helsinki und es hat uns natürlich sehr beeindruckt, diese Praxis der Ausbildungsschulen von Anfang an. Heißt aber, dass wir die Polyvalenz im Bachelor dann auch
aufgeben müssten als Idee. Darüber reden wir ja auch schon relativ lange. Interessant finde ich, wie stark wieder mal anekdotische Evidenz und das, was uns Studien spiegeln, auseinanderfallen. Also mir wurde auch gerade berichtet, zwei StudienanfängerInnen Mathe und Physik, Lehramt an der HU, die sagen, 60% unserer KommilitonInnen haben schon geschmissen, weil einfach die fachwissenschaftlichen Anforderungen in Mathe und Physik zu groß sind und die Menschen, die dorthin gehen, um Grundschullehrkräfte zu werden, daran fachwissenschaftlich scheitern. Das wird uns immer wieder erzählt. Das ist in den Studien so nicht ablesbar. Und da fällt für uns einfach, fällt das stark auseinander. Also wie gesagt, müssen wir die Polyvalenz aufgeben an der Stelle? Und da wird uns eben von Studierenden sehr Unterschiedliches gesagt. Die einen, die eben genau diese Fachwissenschaftlichkeit am Anfang eben hoch schätzen und die anderen, die die Praxis haben wollen. Also gelingt es uns vielleicht da mehr abzubilden, dass es eben unterschiedliche Studierende gibt, die mit unterschiedlichen Erwartungen und auch Schwerpunkten in so ein Studium reingehen. Tatsächlich bin ich ja wahrscheinlich eine der wenigen im Raum, die damals bei der Reform der Lehrkräftebildung in Berlin schon in diesem Haus und auch in diesem Raum war. Und dass die Praxisphase im Master quasi ans Ende gerutscht ist, ist ja auch dem geschuldet, was uns damals von Kommissionen von Wissenschaft aufgeschrieben wurde. Erst brauchen wir die fachwissenschaftliche Expertise, dann brauchen wir die pädagogische Expertise, um es dann praktisch anwenden zu können, das Gelernte in der Praxis zu reflektieren. Und deswegen rutschte das damals so ans Ende. Wir hören ja, dass das Praxissemester an und für sich sehr wertgeschätzt wird, allerdings sowohl im System Hochschule als auch bei den Studierenden zum Teil eine enorme Belastung ist von der Arbeitslast, auch von der Anerkennung bei den Dozierenden. Und natürlich auch eine Herausforderung an Gesamtbelastung, auch finanziell, wenn man arbeiten muss und so weiter. Also insofern ist die Frage, können wir da tatsächlich diese Praxis stärker verteilen? Welche Bedeutung hätte das für dieses Thema Theorie erlernen, praktisch anwenden, reflektieren? Kann man das tatsächlich im Studium vielleicht eben doch im Bachelor oder eben zumindest im Master ganz anders gestalten? Wir hatten hier das Thema der Demografie und aber auch der Prognostik und des Auseinanderfallens zwischen dem, was die KMK an Lehrkräftebedarfen aufschreibt und was wir in der Realität sehen. Das begleitet uns, glaube ich, seit Anfang der Nullerjahre. Und da frage ich natürlich vor allem auch den Senat, aber auch Herrn Köller, können wir das irgendwann mal überwinden, dass aus irgendwelchen Gründen diese Zahlen klein gerechnet werden, schön gerechnet werden und dann in der Realität nicht standhalten? Kann man dazu beitragen, dass in der KMK auf die wissenschaftliche Expertise und die Prognosen, die von dort kommen, stärker gehört wird? Wie können wir da weiterkommen? Die Studierendenperspektive auf Master hatte ich schon. Schwerpunktschulen sehr wünschenswert, haben wir, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag, dass so etwas geprüft wird. Nochmal zum Studienverlauf und zum Studienverbleib. Herr Köller sagte, wir sehen eine höhere Abwanderung, sowohl nach dem Bachelor als auch nach dem Master oder dem REF. Da frage ich mich immer, inwiefern diese höhere Abwanderung auch dadurch zustande kommt, dass wir natürlich mehr Studienplätze in den lehrkräftebildenden Fächern geschaffen haben, zulasten der reinen fachwissenschaftlichen Studienplätze. Und wir dann quasi diesen Weg haben, vielleicht gerade an der UdK. Ist es zu beobachten, dass Sie dann sagen, na, dann studiere ich eben erstmal Lehramt, um ins künstlerische Fach reinzukommen, obwohl ich das nie vorhatte? Gibt es da auch wieder Beobachtungen? Kann man das irgendwie erhärten, dass wir quasi die Studienplatzzahlen zwar nach oben treiben, aber am Ende die Zahl derer, die tatsächlich den Lehrkräfteberuf ergreifen wollen, dadurch gar nicht nennenswert erhöhen, sondern nur solche Leute haben, die dann Schleifen drehen?
Ja, ich frage mich, und das ist wieder, wir haben ja viel aufgeschrieben in vielen Prozessen, in Wahlprogrammen, Koalitionsverträgen und so weiter. Wir diskutieren viel auch mit den Hochschulen, mit den Erziehungswissenschaften. Und dann hören wir, ja, Veränderungen im Gesamtsystem sind wünschenswert, würden wir gerne haben. Wir stehen aber so unter Last, ja, sowohl auf politischer Seite natürlich unter dem massiven Druck, möglichst schnell Mangel zumindest zu lindern, als auch in den Hochschulen durch die Gesamtbelastung, auch natürlich durch die Art und Weise, wie Personalstrukturen dort sind, wie prekär manche Beschäftigung ist, dass wir gar nicht in der Lage sind, jetzt zu nennenswerten Reformen. Also wir sind ein System unter Last und jetzt grundlegendere Reformen anzugehen, kann gar nicht funktionieren. Das ist auch eine Frage an die Politik. Ich höre ja auch häufiger, dass bestimmte Dinge, die wir uns hier in Berlin wünschen, an KMK-Vorgaben scheitern, insbesondere auch eine stärkere Theorie-Praxis-Verzahnung im Master, wo es dann heißt, nee, geht nach KMK nicht. Wäre auch eine Frage, können wir die Hoffnung haben, dass sich auch in der KMK nennenswert etwas bewegt? Und dann noch als letzte Frage, ich glaube, wir müssen gar nicht das Lehrkräftebildungsgesetz ändern, um an der UdK, ja, weil wir haben damals diese Möglichkeit geschaffen. Ich erinnere mich sehr intensiv an die Diskussion, ob die UdK hier eine Sonderrecht bekommt. Das ist dann aber auf Verwaltungsebene anders geregelt worden. Das heißt, an diesem Punkt, also auch wenn wir das Lehrkräftebildungsgesetz ändern wollen, müssten wir es, glaube ich, nicht an diesem Punkt ändern, sondern dort müssen wir bloß die Möglichkeiten, die das Gesetz gibt, dann auch Wirklichkeit werden lassen. So viel vielleicht erstmal von mir. Ich freue mich auf die Antworten. Vielen Dank. Dann haben wir aktuell noch drei Kolleginnen auf der Liste. Herr Hopp ist jetzt als nächster dran. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Lieben Dank auch an die Anzuhörenden. Als Mitglied dieses Ausschusses Forschung und Wissenschaft und auch als bildungspolitischer Sprecher meiner Fraktion ist mir sozusagen nochmal besonders wichtig, dass wir heute auch hier darüber sprechen. Ich hätte gleich nochmal die Frage an Herrn Cordes bezogen auf also es ist eine Frage, die über Ihre Evaluation hinausgeht und sozusagen wir befinden uns da in einem unsicheren Bereich, aber trotzdem Ihre persönliche Einschätzung, da die Evaluation ja von Dezember 2020 bis Juli 2021 ging, sozusagen vor dieser neuen Legislatur, vor dieser Koalition, auch vor der Ankündigung der Verbeamtung, inwiefern Sie sozusagen die Umsetzung der Verbeamtung jetzt in diesem Schuljahr als ein Faktor bewerten, um vielleicht Abwanderungstendenzen nach Brandenburg entgegenzuwirken. Mir ist klar, dass das völlig eine persönliche Einschätzung ist an dieser Stelle, aber das würde mich trotzdem sehr interessieren vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Evaluation. Dann an Frau Hüttmann, Professor Dr. Hüttmann, Entschuldigung, würde mich interessieren, Sie haben angesprochen, dass die Mittel, die zur Verfügung stehen über das Sonderprogramm, vielleicht auch nicht ausreichen. Und mich würde da natürlich interessieren, aus parlamentarischer Sicht, da wir auch im nächsten Jahr wieder vor den neuen Haushaltsverhandlungen sind, was wäre denn sozusagen ein Finanzrahmen, wo Sie sagen, das würde zumindest da helfen. Die Verstetigung der Finanzierung, muss ich sagen, da haben Sie auf jeden Fall unsere Unterstützung. Das finde ich auch total wichtig an dieser Stelle. Mich würde dann noch interessieren, der Stellenwert oder Ihr Blick auf den Stellenwert von abgeordneten Lehrkräften. Also wie sieht der gerade überhaupt momentan aus? Was wünschen Sie sich da? Wir haben da auch einen Antrag vorliegen zum nächsten Plenum. Wie ist aus Ihrer Sicht überhaupt dieser Stellenwert zu bewerten im Sinne der Qualität der Ausbildung? Auch vielleicht an Frau Schewe gleich die Frage, weil es geht ja darum, wie man den Blick aus dem Klassenraum in die Lehramtsbildung hineinbekommt. Also da vielleicht auch ganz konkret die Frage, ob abgeordnete Lehrkräfte an Universitäten da nicht sozusagen für Sie auch ein interessantes Scharnier darstellen, wie Sie das bewerten. Dann an Frau Schewe habe ich noch die Frage, Sie haben bemängelt, dass der fachwissenschaftliche Anteil im Studium zu kurz kommt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich da gerne. Ich habe an der Humboldt-Universität Deutsch und Geschichte auf Lehramt studiert, zu einer Zeit, wo es noch diese drei Praktika gab und wo ehrlich gesagt die Hauptkritik war, dass der fachwissenschaftliche Schwerpunkt zu hoch ist und damit eben die Praxisferne auch, sage ich mal,
zu sehr Praxisferne herrscht, eben zum Klassenraum. Insofern finde ich, alles, was wir heute auch kritisch besprochen haben, sind sozusagen von dem Gesichtspunkt ausgehend für mich auch Fortschritt in dieser Hinsicht, dass schon mehr Praxisorientierung stattfindet. Mich würde da trotzdem noch interessieren, wie Sie das vielleicht auch gemeint haben oder was Sie sich darunter noch mal vorstellen. Vielleicht meinen Sie auch fachwissenschaftliche Schwerpunkte, die man aber trotzdem besser anwenden kann an der Stelle, weil meine Erfahrung war schon, dass ich einen großen Anteil der fachwissenschaftlichen Schwerpunkte, die ich gelernt habe, die waren super interessant und haben mich sehr interessiert, aber die ich später wirklich nicht anwenden konnte, weil sie einfach zu speziell waren an der Stelle. Und dann würde mich noch interessieren, gerne auch an Frau Schewe, was denn so im Sinne der, sage ich mal, auch verändernden Bedingungen im Klassenraum und auch an die sozusagen Rolle von Lehrkräften, was Sie sich wünschen bezogen auf Schwerpunkte wie zum Beispiel Inklusion, Sprachförderung, aber auch sozusagen Kompetenzen im Bereich Antidiskriminierung, Migrationsgesellschaft, sexuelle Vielfalt. Wie ist da Ihr Blick auf die Dinge? Was sind Ihre Einschätzungen und Wünsche dahingehend? Und genau, an Professor Dr. Köller hätte ich gerne die Frage. Sie haben gesagt, am Ende des Jahres kommt nochmal ein Empfehlungsschreiben von Ihnen an die KMK. Ich möchte da gar nicht jetzt Sie dazu verleiten, dazu spoilern, aber vielleicht können Sie trotzdem nochmal ein paar Erwartungen formulieren, insbesondere weil ja im nächsten Jahr der KMK-Vorsitz von Berlin sozusagen eingenommen wird. Was sind sozusagen Ihre Erwartungen an die KMK in dieser Hinsicht? Und vielleicht auch, da das ja auch im nächsten Jahr stattfindet, nämlich die Verhandlung der Hochschulverträge für die nächsten 5 Jahre im nächsten Ja, was sind Ihre Erwartungen an diese Hochschulverträge aus dieser Sicht? Insbesondere, was Sie angesprochen haben, die Haltekraft bezogen auf Qualität und auch Inhalt des Lehramtsstudiums würde mich sehr interessieren. Genau, auf die Polyvalenz ist meine Kollegin Frau Dr. Ciborra eingegangen. Da würde mich tatsächlich nochmal konkret interessieren, weil runtergebrochen sozusagen die Forderung von vielen aus dem Bildungsbereich her ist, dass wir einfach formuliert zwar im universitären Bereich bleiben, aber dafür arbeiten, dass das Lehramtsstudium doch sich sozusagen dem angleicht, was früher vielleicht an der pädagogischen Hochschule gelehrt wurde. Und da würde mich sehr die Einschätzung des Senats interessieren, auf solch eine Entwicklung, die ich sehr unterstütze und ich denke auch andere in diesem Raum und die zugeschaltet sind. Und genau, auch ganz konkret, was ist denn mit der Polyvalenz? Wann kommen wir zu einem Bachelor of Education und ist das überhaupt realistisch? Was ist Ihre Einschätzung? An Herrn Professor Dr. Köller hätte ich noch die Frage tatsächlich, was können wir an Best-Practice-Ansätzen aus anderen Bundesländern lernen? Ja, und zu guter Letzt bin ich sehr dankbar, dass auch nochmal betont wurde, dass dieses Thema Lehrkräftebildung im gesamten Senat eine hohe Priorität hat. Tatsächlich glaube ich, dass die Hochschulverträge, die im nächsten Jahr abgeschlossen werden, da nochmal ein ganz wichtiger Zeitpunkt sind, wo es eben auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den Universitäten, der Wissenschafts- und der Bildungsverwaltung braucht. Da wäre meine abschließende Frage, wie sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Frau Senatorin Gothe und Frau Bildungssenatorin Busse und den beiden Häusern in dieser Hinsicht sich denn darstellt. Also tatsächlich ganz konkret, wie viel Einfluss und Mitsprache hat denn die Bildungsverwaltung bei den Hochschulverträgen bei diesem Thema? Dankeschön. Dann ist jetzt Herr Trefzer an der Reihe. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Anzuhörenden für ihre Stellungnahme. Es haben sich ja als die zwei Hauptprobleme so ein bisschen herauskristallisiert. Zum einen die hohen Abbrecherzahlen und zum anderen die Abwanderung nach Brandenburg. Vielleicht könnten Sie auch, obwohl Sie dazu jetzt keine Zahlen vorlegen konnten, Herr Kordes, doch nochmal was sagen, wie da Ihre Einschätzung wäre zu der Erklärung der Abbrecherzahlen. Sind die Abbrecherzahlen tatsächlich außergewöhnlich hoch? Sind sie eher normal im Vergleich mit anderen Fächern oder wo sehen Sie da die Ursachen? Vielleicht haben Sie da auch eine Vermutung. Und genauso beim Thema Abwanderung, das wäre auch die Frage, die Herr Haupt gerade formuliert hat. Man würde ja annehmen, dass durch die Verbeamtung jetzt dieser Abwanderungssog nach Brandenburg nachlässt. Haben Sie da schon irgendwelche Erkenntnisse in diese Richtung? Weil das sind doch erhebliche Zahlen. Gibt es da schon Anzeichen dafür, dass das sich ein bisschen abkühlt sozusagen? Ist jetzt schade, dass wir heute keinen Vertreter von der FU oder von der Dahlem School of Education auch da haben. Aber vielleicht doch auch mal die Frage an Frau Gothe. Es gibt ja irgendwo jetzt dieses Gefühl, dass wir so an einer gläsernen Decke von 900 bis 1000 Absolventen hängen bleiben und dann noch mehr passieren muss, dass wir hochkommen. Sie haben ja auch darauf verwiesen, dass die Bachelorzahlen hochgehen und haben einige Maßnahmen auch aufgezählt, die Sie anstoßen. Jetzt mal umgekehrt gefragt, was fordern denn die Hochschulen
um die Zahlen deutlich jetzt zu steigern in den nächsten Jahren. Wo gibt es da konkret Bitte um Unterstützung? Und wo sehen die da auch die, vielleicht ja, die Schwachpunkte, die man ausbessern muss? Die 10 Millionen des Programms zu verstetigen, ist, glaube ich, eine gute Idee, vielleicht auch zu steigern. Fabrizio, Sie hatten ja ins Spiel gebracht, dass man vielleicht auch mit Zielvorgaben arbeitet und vielleicht dann auch diese Mittel auch dann an die Absolventenzahlen auch irgendwie bindet in irgendeiner Form von Zielvorgabe. Das wäre auch mal meine Frage an den Senat, Frau Gothe. Können Sie sich vorstellen, dass Sie diese zur Verfügung stehenden Mittel auch an konkrete von konkreten Zielvorgaben abhängig machen? Und dann noch ein anderer Vorschlag, ich glaube, der Fabrizio, Sie hatten es auch gebracht, das habe ich in der Morgenpost gelesen, dass es doch jetzt Sinn machen würde, auch für die Verbindlichkeit der Planungen auf Bundesebene zu verbessern, einen Staatsvertrag anzustoßen, der eben auch auf Bundesebene bessere Abstimmung, mehr Verbindlichkeit und bessere Verständigung der Kultusminister ermöglicht. Halten Sie das für ein sinnvolles Ziel, Frau Gothe? Dann wollte ich noch mal Bezug nehmen auch auf eine Anregung von Frau Busse. Sie hatten es auch gerade angesprochen, Herr Hopp, wie es da aussieht mit der Zusammenarbeit zwischen Frau Busse und Frau Gothe. Frau Busse hatte ja auch in einem Morgenpost-Interview gesagt, dass sie sich vorstellen könne, ja, dass es wieder pädagogische Hochschulen in Berlin gibt für die Lehrerausbildung. Das ist eine schöne Vision, hat sie da gesagt. Es gab ja eine PH in Berlin bis Anfang der 80er Jahre. Deswegen war meine Frage an den Senat, prüft der Senat die Option einer eigenständigen Berliner Hochschule für Pädagogik und Didaktik ganz konkret? Oder wie könnte da ein Prüfungsauftrag aussehen und könnten Sie sich vorstellen, dass sowas anzustoßen? Dann das Thema duales Studium ist ja auch angesprochen worden, was ich für ein unglaublich spannendes Thema halte. Sie haben das angesprochen, Herr Dr. Cordes. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass eben auch Studium, die theoretische Phase und die Praxisphase besser miteinander verzahnt werden. Es gibt da durchaus Beispiele auch im Bundesgebiet, beispielsweise an der TU München im Bereich berufliche Bildung. Und da wollte ich auch mal den Senat fragen, wie bewerten Sie diese Forderung, die auch von zahlreichen Bildungsforschern erhoben wird, mit der Zielsetzung einer dualen Lehrerausbildung? Und wird sich der Senat ja, dieser Forderung nach einer Machbarkeitsstudie, Herr Cordes, wie Sie das vorgeschlagen haben, anschließen, um das Thema eben noch mal ein bisschen besser auszuleuchten? Dann das Thema Einfachlehrer, also Lehrer, die nur einfach studieren. Herr Professor Köller, Sie hatten das angesprochen, das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten hier im Abgeordnetenhaus auch mal einen Antrag eingereicht, der in diese Richtung geht. Vielleicht da noch mal konkreter nachgefragt, was spricht hier aus Ihrer Sicht, Herr Professor Köller und vielleicht auch Herr Dr. Cordes, für, was vielleicht auch gegen diesen Einfachlehrer und was könnte man machen, um das auf die Spur zu setzen. Dann gab es ja auch noch ein paar Ideen des ehemaligen Staatssekretärs Rackles, wo ich vielleicht auf den einen oder anderen Punkt vielleicht eingehen möchte, weil das noch nicht passiert ist. Er hatte vorgeschlagen, beispielsweise im Bezug auf die Ausbildung von Grundschullehrern in den naturwissenschaftlichen Fächern, so einen Bachelor im Fach Mathematik speziell nur für Grundschullehrer zu schaffen. Dann könnten die fachlichen Anforderungen ein Stück weit angepasst werden und die methodisch-didaktische Ausbildung gestärkt werden. Denn Sie hatten es ja auch erwähnt, Frau Schewe, nicht alles, was an der Schule gebraucht wird, wird im Studium vermittelt, aber auch vieles, was man an der Schule bräuchte, wird nicht im Studium vermittelt. Und wäre das vielleicht eine Möglichkeit, dass man gerade bei diesen Mangelfächern, den naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer, speziell so einen Bachelor Fach Mathematik für das Grundschullehramt auf den Weg setzt, um da die Zugangschancen oder die Interessentenzahl so ein bisschen zu erhöhen an der Stelle. Herr Rackes hat ja auch sowieso vorgeschlagen, einen stärker fächerorientierten Sonderzugang auch für das Lehramtsstudium zu schaffen, dass auch für Quereinsteiger dann es doch noch leichter wird, auch da nochmal den Einstieg zu finden. Wie würden Sie die Chancen da einschätzen, dass man vielleicht über Eingangstests oder andere Instrumente die Möglichkeit schafft, auch für Quereinsteiger nochmal den Zugang über den fächerorientierten Zugang zu schaffen. Dann ein Vorschlag, der ja auch im Raum steht, ist, dass die Fachhochschulen stärker beteiligt werden an der Lehrerausbildung. Wir hatten ja hier mal Herrn Zabi auch im Ausschuss, der sich dazu positioniert hat, der sich gesagt hat, dass er sich das sehr gut vorstellen kann.
Da würde ich auch noch mal gerne Ihre Meinung hören, Herr Dr. Cordes und Herr Professor Köller. Inwieweit wäre es sinnvoll, die Fachhochschulen natürlich gerade bei der Ausbildung von Berufsschullehrern, aber auch ganz generell in die Lehrerbildung mit einzubeziehen? Bestünde da die Möglichkeit, hier auch noch zusätzliche Nachfrage nach dem Lehramtsstudium zu generieren? Dann nochmal das Thema naturwissenschaftlich-mathematische Fächer. Es gibt eine ganz große Nachfrage nach Mathematiklehrern, aber Geschichtslehrer gibt es eigentlich genug. Wäre es vielleicht sinnvoll, speziell für diese Fächer Stipendienprogramme auf die Spur zu setzen, dass eben auch hier die Attraktivität dieser Studiengänge steigt? Wie würden Sie das einschätzen, Herr Cordes? Wäre da ein Landesprogramm sinnvoll für mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer? Könnte das die Absolventenzahl letzten Endes ein Stück weit nach oben ziehen? Das Thema Ausbildungsschulen, Seminarschulen ist angesprochen worden. Auch das interessiert mich. Wie denken Sie über diese Seminarschulen? Es gibt es auch teilweise schon in Bayern, wo eben Seminar und Schule an einem Ort konzentriert sind. Wäre das auch vielleicht eine Möglichkeit für Berlin? Dann das Thema Praxisschock, Praxisphase am Ende des Studiums ist auch angesprochen worden. Frau Dr. Ciborra, Sie hatten das angesprochen. Am Ende kommt dann der große Praxisschock für viele Studenten. Und jetzt gab es hier eine Wortmeldung von Jana Reiter, der Leiterin der Schule am Wilhelmsberg, die angeregt hat, dass wer schon während des Studiums unterrichtet, eben dann am Ende nochmal kurz vor Ende des Studiums dann dieses Praxissemester in voller Länge absolvieren soll, sondern dass es eben möglich sein muss, für diese Lehramtsstudenten, die schon an der Schule unterrichtet haben, dann auch Zeiten zumindest anzugerechnet bekommen auf dieses Praxissemester. Das wären meine Fragen. Vielen Dank. Dankeschön und wir begrüßen die Kollegin Burkhard Eulitz auch in der Videokonferenz und jetzt haben wir die letzte Wortmeldung von Herrn Krüger. Herr Krüger, Sie haben das Wort. Hallo, genau, ich hoffe, man hört mich gut. Vielen Dank Ihnen alle für die Ausführung. Genau, viele Fragen wurden ja schon gestellt. Einmal hätte ich noch die Frage, welche Maßnahmen eben ergriffen werden können, um Studierende zwischen den einzelnen Phasen zu halten. Also wie erwähnt, zwischen Studium und REF, aber auch vom REF dann in quasi die Schulpraxis. Dann die Frage, welche Rolle spielt eigentlich die Wissenschaftlichkeit im Lehramtsstudium? Es gibt ja immer wieder Vorschläge, die beinhalten würden, diese Wissenschaftlichkeit zu verringern. Und ich frage vor allen Dingen wegen der Wissenschaftsgruppe deutschen Funktion, die Unterricht ja auch hat, aber auch wegen der Notwendigkeit, Unterricht und das eigene pädagogische Handeln nach wissenschaftlichen Methoden eben zu reflektieren und der Notwendigkeit, immer im aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein, sowohl in fachlicher, aber eben auch in pädagogisch-fachdidaktischer Hinsicht. Und vor dem Hintergrund die Frage, welche Rolle spielt Wissenschaftlichkeit? Dann zur Frage Theorie-Praxis-Verzahnung bzw. duales Studium. Wie könnte das aussehen? Und ist nicht auch ein biografischer Bruch zur Schule wichtig? Denn wenn ich mir die aktuelle schulische Praxis, zum Beispiel in Fragen der Inklusion, der Antidiskriminierung, aber auch des digital gestützten Lernens anschaue, dann wünsche ich mir eigentlich einen Bruch mit dieser Praxis, die eben nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht. Und wird dieser Bruch nicht gerade durch eine wissenschaftliche Beschäftigung damit auch gefördert? Zur Frage der Abgeordneten Lehrkräfte hat Herr Hopp schon gefragt. Dann höre ich immer wieder raus, dass wir vielleicht auch stärker eine Anpassung des Referendariats als eine Anpassung des Studiums in den Blick nehmen müssen, gerade wie von Frau Ciborra schon ausgeführt, wir eigentlich die beiden Funktionen ernst nehmen, das Studium quasi als wissenschaftlicher Teil und dann das Referendariat als schulpraktischer Teil. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass dieser schulpraktische Teil nicht in der Art erfüllt und das Referendariat zu hohe Anforderungen hat, haben die Studierenden das Gefühl, den Ausbildungsteil eigentlich schon im Studium erfüllen zu müssen. Und weil immer wieder das Thema jetzt auch pädagogische Hochschule aufkam, da hat ja auch Herr Rackles schon zugesagt, inhaltlich ist er eigentlich dabei, aber er glaubt gar nicht, dass das so eine gute Idee ist, weil es viel zu lange dauern würde, diese pädagogische Hochschule einzurichten, bis man dann am Ende wirklich Effekte sehen würde. Deswegen die Frage an den Senat, wenn das schon mal geprüft wurde, wie lange würde das denn dauern, so eine entsprechende pädagogische Hochschule einzurichten und wann wäre dann mit ersten Effekten und Auswirkungen
zu rechnen. Genau, das noch von meiner Seite. Ich muss mich leider entschuldigen, ich muss gleich weiter. Ich sehe aber die Antworten auf die Fragen im Protokoll. Außerdem sind ja die KollegInnen da, mit denen ich mich danach noch beratschlagen kann. Insofern Ihnen einmal vielen Dank schon vorab. Genau, dann entschuldigen Sie die Abwesenheit. Ja, vielen Dank. Ja, also es sind sehr, sehr viele Fragen gestellt worden und wir haben vollstes Verständnis, wenn Sie nicht auf alles eingehen können. Aber genau, wir wünschen uns natürlich, dass Sie uns Hinweise geben. Also wir würden dann in derselben Reihenfolge wieder vorgehen, wenn das für Sie so in Ordnung ist. Also würden mit Herrn Dr. Cordes beginnen. Und ja, wir gucken nicht so genau auf die Zeit bei der Beantwortung der Fragen, aber wir wissen, dass es sehr viele Fragen sind und vielleicht eher der Ausdruck des Interesses sozusagen von den Bildungs- und Wissenschaftsleuten an diesem wichtigen Thema. Herr Cordes. Einen Moment. Herr Professor Dr. Köller hat gerade gemeint, dass er gleich weg muss. Und da ist die Frage, ob er zuerst ausführen dürfte, wenn das für Sie in Ordnung ist, weil wir das gerade erst als Information bekommen haben. Natürlich. Super. Dann würden wir Herr Professor Dr. Köller vorlassen. Ja, tut mir leid, aber ich muss gleich zu einer Trauerfeier, deswegen kann ich auch nicht länger dann da bleiben. Ich kann tatsächlich nicht alle an mich gestellten Fragen beantworten, aber ich würde mal, ohne eine Reihenfolge zu beachten, einfach beginnen. Die Frage, wie man ein Studium ausgestaltet, ein Lehramtsstudium, ist in der Tat interessant. Aber was wir dabei auch immer bedenken müssen, ist, dass natürlich die erste Phase ein wissenschaftliches Studium ist und aus diesem wissenschaftlichen Studiengang ja letztendlich auch dann Fragen der Besoldung der Lehrkräfte resultieren. Denn letztendlich werden ja auch in internationalen Berufsqualifikationen Lehrkräfte, insbesondere Sekundarlehrkräfte, als Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftler geführt, weil das im Grunde genommen auch die Gruppierung in den Entgeltgruppen E13 bis E15 oder auch A13 bis A16 legitimiert. Und so ist ja auch der TVL ausgelegt. Also es ist nicht, oder auch dann das Beamtenbesoldungsgesetz. Also es ist nicht ganz trivial von der Wissenschaftlichkeit und in erster Linie auch von der Theorielastigkeit eines wissenschaftlichen Studiums abzuweichen. Wir haben ja ganz ähnliche Studiengänge auch in der Medizin, also in den professionsbezogenen Studiengängen Medizin und Juristerei oder Rechtswissenschaft, die ja ganz ähnlich organisiert sind und wo man auch noch nicht vom fünfjährigen Studium erwartet, dass hinterher die Absolventin als fertige Chirurgin beispielsweise die Universität verlassen. Also es ist nicht ganz trivial und in erster Linie ist tatsächlich das Studium natürlich ein theoretisches. Gleichwohl, damit bin ich bei der nächsten Frage, und das haben wir auch schon in der Expertenkommission für Berlin gefordert, ist es wünschenswert, die drei Phasen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung sehr viel enger zu verzahnen, auch in dem Sinne, dass Wissenschaft und Praxis sich in der zweiten und dritten Phase treffen. Wir haben ja auch gerade in der Expertenkommission für Berlin festgestellt, dass die Beteiligung der Wissenschaft an der zweiten oder auch dritten Phase der Lehrkräftebildung eher mehr oder weniger auf persönlichen Freundschaften und Bekanntschaften fußte, als auf einer systematischen Strategie der Einbindung der Universitäten in die zweite oder auch dritte Phase. Und wir hatten dort ja auch Hinweise gegeben, bereits in der Expertenkommission damals, dass man dieses unbedingt stärken muss. Und dieses auch Implikation hat beispielsweise für die Professionalisierung der Quer- und Seiteneinsteiger. Auch dort hatten wir ja damals schon geschrieben, dass es aus unserer Sicht ganz wichtig ist, bei der Professionalisierung der Quereinsteigenden eben stärker auch darauf zu setzen, dass Theorie und Praxis zusammenarbeiten, also Lehrkräftefortbildung und Lehrkräfteausbildung an den Universitäten hier eine Strategie entwickeln, wie man das gemeinsam erledigen kann. Und ich wurde ja auch gefragt, ob es Best Practice-Beispiele in anderen Bundesländern gibt, wie man dort solche Gremien aufbauen kann, die so etwas möglicherweise leisten. Da möchte ich gerne pro domo fürs Land Schleswig-Holstein sprechen, indem wir eine Allianz für Lehrkräftebildung eingesetzt haben, die sich regelmäßig trifft, in der eben die Wissenschaft, die Schulseite, das ist bei uns in einem Ministerium, zusammensitzen mit den lehrkräftebildenden Universitäten, um genau all die Probleme zu besprechen in regelmäßigen Sitzungen und auch Fahrpläne zu erarbeiten, die hier auch gerade in dieser Anhörung besprochen werden. Da sitzt auch unser Landesinstitut für Lehrkräftefortbildung mit drin, das eben Theorie und Praxis und Steuerung, Politik, eben gemeinsam solche Probleme, wie sie sich im Moment stellen,
angehen können. Hinsichtlich der Polyvalenz des Bachelorstudiums. Wir haben eigentlich sehr viel empirische Evidenz, dass Personen, die heute ein Lehramt studieren wollen, den Bachelor beginnen, eigentlich schon mit der ganz klaren Intention, auch Lehrkraft zu werden und in der ganz großen Mehrheit dann auch weiter im Master das Lehramtsstudium weiterverwenden. Dass Leute wirklich aus einem polyvalenten Bachelor, die ursprünglich Lehramt studieren wollten, dann nicht Lehramt studieren, das sind seltene Ereignisse. Also insofern kann man in der Tat die Frage stellen, welchen Wert die Polyvalenz des Bachelorstudiums gerade mit Blick auf die Lehrkräftebildung hat, wenn wir bundesweit schauen. Variiert das ja auch durchaus nach Bundesländern. Nicht jedes Bundesland hält sich daran, dass der Bachelor noch polyvalent sein muss, sondern dass man dann natürlich auch schon im Bachelor mehr oder weniger ganz klar lehramtsbezogene, fachdidaktische Module studieren kann, die dann eben auch nur zum Lehramtsstudium gerechnet werden können. Ich wurde auch gefragt hinsichtlich der Unterschiede in den Prognosen. Die KMK ist natürlich einfach immer auf Meldungen aus den Bundesländern angewiesen, die manche Parameter nicht so berücksichtigen, wie die Wissenschaft es beispielsweise tut. Also um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen, der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule hat natürlich erhebliche Implikationen auch für Personal in Grundschulen. Das rechnet beispielsweise Herr Klemm dann immer gleich mit, wenn er bis 2035 Prognosen abgibt. Andere rechnen das nicht mit. Oder auch potenzielle Flüchtlingsbewegung, wie wir sie jetzt gerade wieder erleben. Also es ist einfach eine Frage der Parameter, die man eingibt in die Kalkulation des zukünftigen Lehrbedarfs. Hier wäre es, glaube ich, unbedingt sinnvoll, Wissenschaft und die Länder stärker zusammenzubringen, die Modelle nebeneinander zu legen, um dann zu einer Realitätslogik anstelle einer Ideal- oder Wunschlogik zu kommen. Ich glaube schon, es wurde angesprochen, dass Berlin gerne gewisse Dinge ändern möchte, aber dort an die KMK-Vorgaben scheitern wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit unseren Empfehlungen, die wir als SWK abgeben, natürlich alle Länder adressieren und dass dadurch, dass die Not in allen Ländern so groß ist, die KMK, glaube ich, sich bei vielen bisherigen Beschlüssen bewegen wird, ja bewegen muss, um den Ländern mehr Flexibilität zu geben bei der Einstellung von Lehrkräften. Was Einfachstudium betrifft oder einfach Lehrkräfte betrifft, so gibt es die ja auch in einzelnen Bereichen schon. Also wir haben auch immer wieder, ich hätte fast gesagt, der Trainer eines oder die Trainerin eines Sportvereins, die auch Sportunterricht gibt. Das sind natürlich nicht die Ideallogiken, aber wenn wir beispielsweise an Fächer denken wie Informatik, ein Fach, das dessen Bedeutung ständig wächst und in dem wir einen riesen Lehrkräftebedarf haben, so kann man sich natürlich schon Modelle vorstellen, dass hier auch Quereinsteiger wirklich nur ein Fach, nämlich Informatik, unterrichten und dann eben auch in der Didaktik der Informatik und in der Pädagogik professionalisiert werden, ohne dass man sie zwingt, unbedingt in ein weiteres Fach zu gehen. Denn wir sind uns, glaube ich, einig, dass man hier einzelne Fächer hat, die einen besonders hohen, eine besonders hohe Nachfrage haben und für die man mehr tun muss als für andere. Wir sehen aber auch, dass es Möglichkeiten geben kann. Es sind ja nicht alles Mangelfächer. Existierende Lehrkräfte, die bereits zwei Fächer haben in der Sekundarstufe 1 oder auch in der Sekundarstufe 2 und Fächer unterrichten, die nicht gerade Mangel sind, sondern wo man noch einen Überschuss hat, dass man sie auch in einem dritten Fach natürlich, das Mangelfach ist, noch professionalisieren können. Diese Personen brauchen keine Pädagogik mehr, sondern sie brauchen Fachanteile und fachdidaktische Anteile. Das kann man lösen. Niedersachsen hat das beispielsweise gelöst im Bereich der Informatik, Schleswig-Holstein auch. Das heißt, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Lehrkräften, die als drittes Fach im Moment Informatik noch studieren in Zusammenarbeit zwischen Universität und Landesinstitut für Lehrerbildung natürlich mit Deputatsreduktion und dann eben auf ein drittes Fach vorbereitet werden. Was wir auch sehen in anderen Bundesländern ist natürlich, hier kann ich Hamburg als Beispiel nehmen, wo auch gerade bei den Zielvereinbarungen zwischen Universitäten und Senat natürlich immer Schul- und Wissenschaftsbehörde eng zusammenarbeiten, was so weit ging eben auch, dass auch Fragen der Finanzierung nicht allein in der Wissenschaftsbehörde geklärt werden, sondern auch in der Schulbehörde. Was Abbrüche betrifft, und damit würde ich vielleicht auch meinen Part beenden. Was Abbrüche betrifft, so gibt es im Wesentlichen immer zwei große Gründe, warum junge Leute ein Studium abbrechen. In den frühen Phasen brechen sie ab, weil sie doch merken, dass das nicht genau, dass das die Passung zwischen ihren Interessen und den Studieninhalten zu gering ist. Später brechen sie ab, weil sie einfach überfordert sind. Das heißt, wir brauchen an den Hochschulen
natürlich bei den Studienanfängerinnen und Anfängern möglichst gute Angebotsstrukturen, dass man, bevor man anfängt, weiß, was einen im Studium erwartet. Das sind die, das können Self-Assessments beispielsweise sein, auch mit denen dann Studierende Erfahrung sammeln können, ob das, oder potenziell Studierende, ob das das Fach oder den Professionsstudiengang, den sie belegen wollen, ob das wirklich das Richtige für sie ist. Was Überforderungserleben betrifft, als zweiten großen Grund, so haben wir immer wieder die Diskussion, ist es sinnvoll, dass die Lehramtsstudierenden zusammen mit den Einfach-Bachelor- und Einfach-Mastern zusammensitzen. Das diskutieren wir insbesondere auch in den MINT-Lehramtsstudiengängen, wo wir gerade in den Mathematikkursen, die häufig mit den Einfach-Bachelern zusammengegeben werden, erhebliches Überforderungserleben haben und dann eben auch junge Menschen ihr Studium abbrechen. Wir wissen, dass es Universitäten gibt, lehramtsausbildende Universitäten, die dann eigene Veranstaltungen anbieten. Wir wissen aber auch für Lehramtsstudierende, wir wissen aber auch dort, dass es nicht selten vorkommt, dass die Inhalte im Wesentlichen dieselben sind, vielleicht leicht abgespeckt wie für Einfach-Bachelor oder beziehungsweise Einfach-Master. Das heißt, man muss sicherstellen, wenn man eigene Angebote, Fachangebote für Lehramtsstudierende macht, dass diese auch keine verkappten Einfach-Studierenden-Veranstaltungen sind. Dieses ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt bei den Zielvereinbarungen beziehungsweise dann eben auch beim Monitoring dessen, was tatsächlich in den Seminaren stattfindet. Vielleicht noch, lassen Sie mich abschließen mit einer Bemerkung zu den fachdidaktischen Anteilen. Wir haben damals auch im Lehramtsstudium, wir haben damals auch in der Expertenkommission dieses aus den Anhörungen mit den Universitäten mitgenommen und wir haben damals auch noch mal sehr stark darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, qualitativ hochwertige fachdidaktische Angebote zu machen, insbesondere auch in Berlin, weil Berlin auch besondere Probleme hat mit einer besonders hohen Heterogenität der Schülerschaft, insbesondere auch im SEC-1-Bereich, dann eben der gemeinsame Studiengang ISS-Gymnasium vor ganz andere Herausforderungen noch gestellt ist als möglicherweise auch in anderen Bundesländern. Und dass dies natürlich erhebliche Implikationen dafür hat, wie man in so heterogenen Gruppen fachlich sehr, sehr gut oder fachdidaktisch sehr, sehr gut unterrichten kann. Und hier ist es in der Tat wichtig, dass diejenigen, die die fachdidaktischen Veranstaltungen durchführen, auch wirklich die Qualifikation haben, hier die Studierenden dann eben auf die Praxis hinreichend vorzubereiten. Ich habe bestimmt nicht alles beantwortet, was an mich gestellt war, aber ich hoffe, die meisten Punkte wenigstens gestreift zu haben. Herzlichen Dank. Ja, Ihnen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Köller, auch wenn Sie dann nachher gleich los müssen. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und so viel Zeit mitgebracht haben. Danke. Dann würden wir jetzt gleich fortsetzen mit Herrn Dr. Cordes. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe eine Menge aufgeschrieben. Ich hoffe, nicht allzu viele Fragen von Ihnen unterschlagen zu haben. Melden Sie sich bitte, wenn was übrig geblieben ist. Ich fange gleich mal bei Ihnen an, Herr Schulze. Sie haben die Frage nach dem Personal gestellt. Eigentlich müsste ich diese Frage komplett weitergeben. Deswegen nur eine Anmerkung dazu, was die Personalstrukturen betrifft. Wenn es um den Auswuchs geht, geht es nicht nur um das Lehrpersonal, sondern es geht auch um das Verwaltungspersonal. Was dann gravierend ist, Sie müssen sich vor Augen halten, wenn einfach im Prüfungsamt plötzlich Verschleppungen eintreten, dann führt das natürlich auch nochmal zu Verlängerung der Studienzeiten. Vielleicht geht ein Semester verloren und von daher glaube ich, diese Personalgeschichte muss man wirklich in Gänze betrachten, wobei natürlich beim Lehrpersonal der Engpass schon deutlich geworden ist in der Evaluation. Dann bin ich bei Ihnen bei Ihren Fragen, Frau Vorsitzende. Die erste Frage betraf die Verdichtungsquoten und ob ich dazu was sagen könnte. Ja, insofern, dass wir zum einen diese große Verdichtung in der Betreuungssituation, darum ging es ja, in der Betreuungssituation bei den Abschlussprüfungen gesehen haben, als viele Studierende darüber geklagt haben, dass die Betreuungsphasen sehr lange dauerten und teilweise einfach keine Personen gefunden werden konnten, keine Dozenten, Dozentinnen, die zur Betreuung zur Verfügung standen. Und ein großes Problem schien es im Praxissemester dahingehend zu geben, dass einfach die Betreuung durch das Hochschulpersonal vor Ort
nicht in dem vorgesehenen Ausmaß erfüllt werden konnte. Meines Wissens waren 2 Schulbesuche im Praxissemester vorgesehen. Die meisten Studierenden waren froh, wenn sie einen bekommen haben. Mehr war einfach nicht zu leisten. Also da gab es eigentlich einen sehr deutlichen Engpass. Dann gab es mehrere Fragen zum dualen Studium, ob wir dort Erfahrungen haben und ob wir dort Erfahrungen aus anderen Bundesländern einschätzen könnten. Würde ich mich zurückhalten, weil wir diese dualen Studiengänge natürlich nicht untersucht haben. Allerdings denke ich, man muss da natürlich die Berliner Besonderheiten berücksichtigen. Berlin als Stadtstaat mit den eigenen Strukturen, die bei einem dualen Studium bei der Konzeption im Vordergrund zwingend stehen müssten. Es gab da auch eine Frage, die zum späteren Zeitpunkt kam oder eine Anmerkung, Stichwort Bruch im Prozess. Ja, das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, sowas könnte man lösen, indem man zum Beispiel im zweiten Semester mit Praxisphasen startet. Das heißt, dass wenn das zweite Semester im Juni starten würde, wäre ein Bruch von einem Jahr zwischen dem Abschluss an der Schule und dem Start im schulischen Bereich denkbar. Wie auch immer man das gestaltet, ich habe extra ganz vorsichtig von Machbarkeitsstudie und nicht von Pilotprojekt, geschweige denn von Etablierung gesprochen. Ich glaube, das muss man wirklich im Rahmen einer Machbarkeitsstudie erstmal durchdenken und eruieren. Es gab da noch mal einige Anmerkungen zu dem Thema Abwanderung und ob dort Gründe erfragt worden sind. Nein, wurden es leider nicht. Wir haben diese Frage eigentlich gar nicht so zentral bei der Konzeption unserer Fragebogen gesehen, in den Vordergrund gestellt. Gleichwohl haben wir einzelne Aussagen im Rahmen der Interviews und der Fokusgruppen zu diesem Thema, die darauf hin können, deuten, dass die Gründe für Abwanderung in der Verbeamtung liegen können. Das war ein Aspekt, der häufiger genannt worden ist. Es wurde aber auch genannt, dass der Vorbereitungsdienst in Brandenburg kürzer ist als in Berlin. Und ein dritter Grund ist ganz einfach der, dass Berlin ein sehr attraktiver Hochschulstandort ist. Viele kommen nach Berlin, um hier zu studieren, gehen danach dann aber auch wieder weg. Das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass sie immer mit einem gewissen mit einer gewissen Abwanderung rechnen müssen. Was haben wir noch? Zum Thema Abbruch, da haben Sie von anekdotischer Evidenz gesprochen, 60% hätten abgebrochen nach dem ersten Semester. Ja, die Frage ist, was genau ist Abbruch, was ist damit gemeint? Dieser Begriff ist schwer zu fassen. Es gibt Personen, die den Studienort wechseln, die den Studiengang wechseln, das Studienfach wechseln. Es gibt Personen, die exmatrikuliert sind, danach aber noch ihren Abschluss machen, sodass sie wirklich den Abbrecher oder die Abbrecherin im klassischen Sinne kaum fassen können. Was wir haben, einfach um das nochmal zu vergegenwärtigen, oder was wir hatten zum Zeitpunkt der Evaluation, war einmal eine Kohortenstudie von der DFU. Da hatten wir Zahlen für das Lehramtsstudium insgesamt und wir hatten fachbezogene Informationen von der HU. Was die FU betrifft, haben wir sehen können, dass die Übergangsquoten sehr hoch waren. Bei der HU haben wir erkennen können, dass es offenbar einiges an Bewegungen zwischen den Fächern vermutlich gibt. Aber wir konnten dort die Wanderungsbewegungen nicht nachvollziehen. Und deswegen habe ich eben davon gesprochen, dass wir ein Monitoring-System eigentlich bräuchten oder eben diese Multikohortenstudie, die sehr stark helfen würde, einfach Klarheit über diese Frage zu bekommen. Ansonsten der DZHW hat ja immer wieder einiges veröffentlicht zum Thema Abbruch, aber auch da ist die letzte große Lehramtsabbruchstudie, ich glaube aus dem Jahr 2014, auch dort tut man sich sehr schwer, dieses Thema wirklich empirisch gut und sauber zu fassen. Abbruchzahlen, dann die das habe ich. Dann gab es 2 Fragen. Einmal eine Frage zur Einbindung der Fachhochschulen.
Dazu kann ich nichts sagen. Also die FH-Strukturen müsste ich mir dort wirklich näher anschauen. Das wäre jetzt wirklich ein Schnellschuss zu sagen, ja, die FHs könnten dort gut eingebunden werden oder nicht. Also da würde ich ganz gerne zurückziehen an der Stelle. Die zweite Frage zu den Stipendien. Ja, Stipendien sind eine Idee. Die Frage ist, wie viel betrifft es und welche Personen betrifft es? Also da stellt sich mir dann als persönlicher Einschätzung natürlich nur gleich die Frage, bekommt man dort wirklich Personen, die sonst eben nicht zum Beispiel Mathe-Lehramt studieren würden? Das kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, dass die Zahl, die letztendlich dadurch gewonnen würde, eher gering ist. Gut, ich habe zumindest die Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, alle beantwortet. Stehen natürlich weiter zur Verfügung. Danke. Vielen lieben Dank. Ich sehe auch keinen weiteren Protest. Deswegen gehen wir jetzt über zu Frau Professor Dr. Hüttmann. Ja, vielen Dank auch für die vielen Fragen. Ich fange gleich an. Die Frage nach der Personalstruktur. Wir haben im Moment im Lehramt Musik, ich spreche jetzt gerade über den Bereich, weil ich da den besten Einblick habe, ungefähr 100 Lehrbeauftragte. 100 Personen, das sind natürlich oft welche mit sehr wenigen Stunden. Wir brauchen einfach mehr feste Stellen und wir haben aus den Mitteln, aus dem Programm Beste Lehrkräfte für Berlin ja überwiegend Mittelbaustellen geschaffen, weil die das höhere Lehrdeputat hatten und weil die sozusagen für uns viel gebracht haben. Wir brauchen mehr feste Stellen, das ist nicht nur aufgrund des sozialen Aspekts und nicht nur, um den Unterricht abzudecken, natürlich das auch. Aber wir brauchen auch mehr feste Stellen für die Arbeit im Studiengang, für Studienreform, für Prüfung, für Beratung, für all das, was auch wichtig ist neben dem reinen Unterrichtsgeschehen. Und da ist im Moment ist auch vordringlich, dass wir neben dem Mittelbau auch wieder mehr die Professuren stärken, im Interesse der Qualität der Lehre, aber auch wenn es zum Beispiel um die Betreuung von Abschlussarbeiten geht. Weil wir doch den Aufwuchs spüren jeden Tag. Dann kam die Frage nach den Zweitfächern, welche gefragt sind. Die lässt sich nicht so einfach beantworten, weil das stark schwankt. Also es gibt ja bestimmt, wir haben Kontingente bei den Zweitunis und in manchem Jahr ist eben das Kontingent in Deutsch schnell ausgeschöpft und dann mal in Englisch und so weiter. Es gibt eher kleine Fächer, da sind sie eigentlich nie ausgeschöpft. Dazu gehört meines Wissens sowas wie katholische Religion und Italienisch oder so. Aber es gibt eben auch Fächer, die eine besondere Affinität haben. Das ist vor allem in der bildenden Kunst das Fach Arbeitslehre, was an der TU unterrichtet wird. Und da reicht das Kontingent nie aus. Und da ist es oft knisch. Aber es gibt auch andere Fächer, wo es je nachdem, wie die Wünsche sind, auch eng wird. Dann ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt ist die Frage nach den Zugangsprüfungen. Weil das ist mir deswegen so wichtig, weil es da auch immer noch veraltete Vorstellungen gibt in den Köpfen, die, glaube ich, viel, viel, viel zu lange tradiert wurden und bei denen ich wirklich dringend darum bitte, dass wir uns allmählich von denen verabschieden. Ich habe ja schon gesagt, wir arbeiten eigentlich ständig daran, unsere Zugangsprüfung zu überarbeiten. Wir machen das ständig. Ich selber habe den Vorsitz in so einer Kommission. Ich sehe das auch, wie mit den Leuten geredet wird. Es gibt zum Beispiel nicht dieses, dass wir jemanden nach Hause schicken, nachdem er zwei Töne gespielt hat, so danke, reicht, raus. Und so. Das gibt es einfach nicht. Alle, die da kommen, zeigen alles. Wir haben eher das Problem, dass zu wenig Leute kommen, die wir auch anhören können. Das ist unser Hauptproblem. Kann man das schaffen? Ja, man kann das schaffen. Natürlich kann man nicht völlig unvorbereitet kommen. Aber wir haben im Lehramt Grundschule Musik jetzt über alle letzten Jahre eine Zulassungsquote, die über 90% lag. Das ist jetzt das Lehramt Grundschule Musik. Also da kann mir eigentlich auch nicht mehr so schnell jemand sagen, das ist viel zu schwer und niemand schafft das. Die Frage, die damit ein bisschen zusammenhängt, ist ja die Frage, kommen Leute bei uns, um sozusagen über den Umweg Lehramtsstudium eigentlich was anderes machen zu wollen? In der Musik muss ich sagen, das sind sehr, sehr wenige Einzelfälle. Also das ist mir 1 bis 3 Mal begegnet, einfach weil der Abstand viel zu groß ist, was auch nochmal zeigt, wie das Niveauunterschied bei den Zugangsprüfungen ist. Also das Anforderungsniveau in einem rein künstlerischen, musikalischen Studium ist so viel höher, dass das die Lehramtsstudierenden in der Regel nicht schaffen, mit wenigen Ausnahmen. In der bildenden Kunst ist es ein bisschen anders. Da gibt es diese Tendenz eher mal. Aber die Erfahrung ist auch, dass die Wechselwünsche, die da kommen, die sind vor allem dann, gerade auch in der bildenden Kunst, aufgrund von einer Unzufriedenheit mit dem Zweitfach. Also das ist weniger der originäre Wunsch, aus dem Lehramtsstudium im Kunstbereich rauszuwechseln, als eher dort. So, Scout-Programm war die Frage, gibt es da schon Rückmeldungen? Das startet gerade erst so richtig.
Deswegen kann ich da noch keine, also es gibt auch schon einzelne Erfahrungen, aber die sind irgendwie noch nicht repräsentativ. Was wir aber feststellen können, ist, dass immer dann, wenn wir in Schulen gehen und mit Schulen direkt kooperieren, dass es positiv ist. Es ist nur ein bisschen die Frage, wie viel schaffen wir da neben all dem anderen, was wir auch noch machen. Aber es gab zum Beispiel vor einem Jahr ein großes Projekt mit einer Schule mit CD-Produktion und wir haben in diesem Jahr dann prompt irgendwie gleich 3, 4, 5 Bewerbungen von Schülerinnen von dieser Schule gehabt. Also das ist was, was sich bewährt und das haben wir auch im Blick, dass das gerne ausgebaut werden kann. Dann möchte ich noch mal das bestätigen, was Frau Dr. Ciborra gesagt hat, dass auch aus unserer Sicht im Lehramt Grundschule für die Zweifachregelung, die wirklich dringlich wäre, keine Novelle des Lehrkräftebildungsgesetzes nötig wäre. Also die gesetzliche Grundlage ist da, wir müssen das, es muss umgesetzt werden und wir möchten das also lieber heute als morgen damit anfangen. Corona-Delle, ja, es gibt einen Stau. Also vor allem in der bildenden Kunst aufgrund von räumlichen Engpässen, weil die in bestimmte Werkstätten rein müssen, aber aufgrund von Sicherheitsvorschriften und so dürfen nur so und so viele Leute. Also da gibt es einen Stau auch aufgrund von, ich habe die Prüfung nach hinten geschoben, weil ich ja diese Corona-Semester bekommen habe, auch von Seiten der Politik. Wir stellen auch fest, dass es in diesen Zeiten mehr Studierende gibt, die mit psychischen Schwierigkeiten zu tun haben. Das ist spürbar, auch tatsächlich im Studienalltag und es führt zu Verzögerungen. Dann war die Frage nach dem Q-Master, könnten wir das überhaupt aufbauen? Das war, glaube ich, auch Frau Dr. Ciborra. Ja, wir könnten da relativ verhältnismäßig unproblematisch mehr Menschen aufnehmen, weil der Q-Master an der UdK, den gibt es ja in Musik und bildender Kunst, so konzipiert ist, dass das Menschen sind, die ja schon über einen künstlerischen Abschluss verfügen. Die kommen also zu uns und studieren noch einen Master mit überwiegend pädagogischen Anteilen und einem ganz und dem Praxissemester. Und auch darüber hinaus einigen wissenschaftlichen Veranstaltungen, die im Lehramtsstudium nur vorkommen. Aber das heißt, dass die zum Beispiel in der bildenden Kunst keinen Atelierplatz mehr brauchen. Und dass sie in der Musik kaum noch künstlerischen Einzelunterricht kriegen, bis auf in so Fächern wie schulpraktischem Klavierspiel. Also das heißt, wir könnten da mehr Leute aufnehmen, bräuchten dann wahrscheinlich in den Fachdidaktiken mehr Personal. Aber ansonsten ist das eine ganz gute Möglichkeit, relativ schnell und mit relativ wenig kapazitärem Aufwand Menschen gut zu bilden. Und dann die Frage nach den Abbruchquoten. Es gibt vereinzelt Menschen, die das Studium abbrechen. Das ist aber nach den Gesprächen, die ich auch als Studiengangsleiterin führe, in den selteneren Fällen, ist eine originäre Unzufriedenheit mit dem Studium bei uns. Eher sind es Dinge, das zeigt jetzt auch die Studie, die da durchgeführt wurde, diese Befragung von Bachelorstudierenden, die gerade vorliegt, tatsächlich spielt eine größere Rolle, dass die Vorstellung vom Danach, also dass die Vorstellung vom Beruf, der die Studierenden später erwartet, das bestätigt ja auch dieses Ergebnis, das war, glaube ich, in Ihrer Studie, dass nach dem Studium 40%, nee, das war an einer anderen Stelle, weiß ich gerade mehr, 40% eher nach dem Studium verloren gehen. Also da ist das Problem viel, viel größer als während des Studiums. Und da wurde ja auch mit der Wiedereinführung der Verbeamtung genau das Richtige gemacht. Es gibt auch einzelne Menschen, die sich persönlich umorientieren, die sagen, dass ich möchte doch was anderes studieren. Ich glaube, das darf man denen dann auch nicht verbieten. Und vor allem in der Grundschule die Kombination mit Mathe und Deutsch. Da wiederhole ich mich gerne. Das ist wirklich ein Riesenproblem. Und bei ISS GYM die Frage nach dem richtigen, nach der Zweitfachpassung. Dann nur ganz kurz. Ja, das Praxissemester ist zu spät, viel zu spät. Die Frage ist, wann wäre der richtige Zeitpunkt? Und wahrscheinlich ist der einzig realisierbare Zeitpunkt dann das 5. Bachelorsemester. Und das wäre aber eine größere Umstrukturierung. Ein zweites Mastersemester machen die Schulen nicht mit. Erstes Mastersemester geht nicht, weil da die Vorbereitung nicht stattfinden kann. Also das ist nicht ganz einfach, aber es ist im Moment zu spät. Was habe ich noch nicht? Stellenwert abgeordnete Lehrkräfte. Wir haben im Moment in allen Lehramtsstudiengängen an der UdK eine einzige abgeordnete Lehrkraft. Deswegen, also ohne die könnten wir ganz vieles nicht machen. Den ganzen Q-Master Musik, das ganze Praxissemester könnten wir ohne die gar nicht machen. Die ist unglaublich wichtig für uns und bringt natürlich eine gute Verzahnung, gute Nähe zur Schulpraxis. Ich verstehe allerdings auch die Sorgen, die das bereitet, wenn schon wieder Lehrkräfte abgezogen werden. Aber ich denke, es ist wichtig, an
solchen Stellen sehr genau zu prüfen, wo es für die Lehrkräftebildung wirklich wichtig ist. An diesen Stellen zu kürzen, wäre absolut kontraproduktiv, weil wir wollen ja mehr qualifizierte Lehrkräfte. Und dann bei der Lehrkräftebildung an dieser Stelle zu sparen, halte ich für einen falschen Weg. Es gab noch die Frage, die war gar nicht an mich gerichtet, Anrechnung von Praxissemester, wenn man schon Lehrerfahrung hat. Ich glaube, die kam von Ihnen. Das ist eine schwierige Frage, weil das, wenn man das so, das leuchtet so unmittelbar ein, ich habe schon so viel unterrichtet, warum soll ich jetzt nochmal dieses Praxissemester machen? Tatsächlich handelt es sich aber um zwei völlig verschiedene Dinge. Das eine ist eine Berufstätigkeit, bei der ich Geld verdiene und ich gebe Noten, ich gebe eigenverantwortlich erteilten Unterricht. Und das Praxissemester ist eine universitäre Veranstaltung. Da gebe ich keine Noten. Ich bin nie alleine mit Schülerinnen im Raum. Es geht mehr um Reflexion als um das Halten von Unterricht tatsächlich. Und deswegen bin ich da auch, so sehr ich auch Studierenden immer gerne entgegenkommen möchte, wenn ich sehe, dass die irgendwie Anrechnungen haben möchten, bin ich an der Stelle eher vorsichtig an genau dieser Stelle. Soweit. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch Frau Schäbe. Genau. Zu der ersten Frage, das Studium dual zu machen nach dem Beispiel von Helsinki, klingt für mich sehr attraktiv und den Wunsch habe ich auch schon von vielen Kommilitonen gehört, dass sie sich was derartig Verzahntes wünschen und begrüßen würden. Zu den Studienabbrüchen, ja, diese sind selten und wenn, dann würde ich auch eher sagen, dass das dann im Bachelor passiert, beziehungsweise dass sich Kommilitonen, die sagen, ich möchte doch nicht Lehramt machen etc., dann doch eher fachwissenschaftlich für einen anderen Master entscheiden. Und ansonsten, wenn man sozusagen, also das Bild, was ich sehe in dem Rahmen von meinen Kommilitonen, wenn man den Bachelor durchgezogen hat, insbesondere jetzt trotz der ganzen Corona-Pandemie-Belastungen, dann wird entsprechend auch der Master dann noch beendet. Jedoch haben da viele eine längere Studienzeit, einfach wegen dem vorhin schon angesprochenen hohen zeitlichen Aufwand, sodass es sich dann teilweise sehr lange zieht. Ich kenne auch viele Kommilitonen, die jetzt über das 10. Bachelor-Semester hinaus sind und schon auch versuchen, teilweise Master-Module vorzuziehen, einfach weil sie schon wissen, dass der Master in der Zeit nicht zu schaffen ist. Also ich denke, dass da auch viel tatsächlich verzerrt ist von Kommilitonen, die im Master in Regelstudienzeit abschließen oder nah an der Regelstudienzeit, weil einfach die Praxis gängig ist, dass man im Bachelor schon Master-Module vorzieht. Genau, dazu auch noch, dass bei vielen, die eine längere Studienzeit benötigen, die Förderung wegfällt, wie zum Beispiel BAföG, ein Stipendium oder Unterhalt durch die Eltern etc. Und dann ist natürlich eine Arbeit nebenbei nötig, auch oft in einem größeren Umfang als 450 € Basis. Und hierfür ist leider jetzt auf Seiten der Dozierenden wenig Verständnis. Uns wird öfter gesagt, insbesondere in Bezug auf das Praxissemester, dass das Nebenbeiarbeiten unser Privatvergnügen ist und das ist es leider nicht. Und wenn man mehr Lehramtsabsolvierende haben möchte, dann muss man auch dafür mehr Verständnis haben, beziehungsweise dann muss man den Arbeitsaufwand auch so gestalten, dass es wirklich den ECTS-Punkten entspricht und dass halt dass entweder eine Arbeit nebenbei möglich ist oder, und am besten beides zusammen natürlich, dass eine Regelstudienzeit einzuhalten möglich ist, ohne dass man da eine extrem hohe Belastung hat. Genau. Hier denke ich, dass Corona, also die Pandemie und die entsprechende Online-Lehre zusammen auch mit der Kulanz des BAföG-Amts beispielsweise, dass man eine längere Regelstudienzeit hat, viel gedämpft hat, dass viele dadurch jetzt länger studieren, anstatt abzubrechen, weil es ansonsten einfach nicht möglich wäre. Und hier einfach viele abgebrochen hätten, nicht weil sie nicht Lehrer werden möchten, sondern einfach weil es finanziell nicht möglich ist, ordentlich weiter zu studieren. Genau, und zu den Dozierenden, dass ich jetzt beklagt habe, dass die meisten wenig Praxiserfahrung haben, beziehungsweise dass da ein sehr idealisiertes Bild von der Lehramtstätigkeit vorherrscht, möchte ich nochmal betonen, das sind die meisten, aber nicht alle, da gibt es auch positive Ausnahmen. Zu dem Praxissemester, dass das vorgezogen werden soll, das würde ich klar bejahen.
und dass man da in Bezug dazu auch das Eingangspraktikum von 6 Wochen kürzen könnte, beziehungsweise das verbinden könnte, würde ich auch absolut bejahen. Vor allem da das Praxissemester, ich habe jetzt am 1. September angefangen und meine Erfahrung ist, dass es doch am Anfang die ersten paar Wochen sehr, sehr ähnlich ist, dass man einfach hospitieren soll, dass man einen sehr seichten Einstieg hat und dass sich das dann eigentlich doppelt mit dem Eingangspraktikum, also sehe ich da keinen Verlust, wenn man das Eingangspraktikum wegfallen lässt und stattdessen das Praxissemester im Bachelor macht, wenn das die Frage beantwortet. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher anhand der Notizen. Wenn nicht, dann bitte die Frage auch gerne nochmal wiederholen. Und zu dem Thema, dass es falsche Erwartungen an das Studium gibt, das denke ich eigentlich nicht unbedingt, beziehungsweise ich denke nicht, dass das Studium für viele auf eine kognitive Weise überfordernd ist, sondern dass einfach der zeitliche Aufwand, insbesondere der Schreibaufwand, viel, viel höher ist, als man das gedacht hat und als das auch eigentlich anhand des Studienverlaufsplans ersichtlich ist. Die Einstellungskriterien bzw. Zulassungskriterien für ein Lehramtsstudium könnten klarer gemacht werden. Zum Beispiel wäre es sinnvoll, auch einen psychologischen, wie schon angesprochen, oder phonologischen Eignungstest am Anfang zu machen. Ich habe auch viele Kommilitonen, bei denen ich mir das, also die sich das auch gewünscht haben, dass so eine Eignungstest gemacht wird, beziehungsweise dass ich auch selber sehe, dass es bei manchen phonologisch vielleicht auch einfach schwierig ist, dann jahrzehntelang zu unterrichten. Genau. Und dass die Theorie der Didaktik oder Pädagogik relevant ist, ja, auf jeden Fall. Allerdings ist da bisher wenig Relevantes, was vermittelt wird. Und das wirklich Relevantes, pädagogisches und fachdidaktisches Wissen, würde ich wirklich begrüßen. Aber bisher ist das alles sehr, sehr abstrakt und oft eigentlich auch das, was letztendlich vermittelt wird, der Inhalt, ist dann etwas Allgemeinverständliches, was vom Prinzip her eigentlich hätte in weniger Zeit vermittelt werden können, als es das tatsächlich wird. Wie dass der Lehrer ein pädagogisches Bewusstsein entwickeln muss, dafür muss ich jetzt nicht einen Artikel lesen, das ist eigentlich selbstverständlich. Und da ergibt sich dann relativ wenig Erkenntnisgewinn für uns Studierende. Oder zum Beispiel ist es auch interessant zu sehen, was passiert jetzt in der Gehirnentwicklung von 2-Jährigen oder wie erziehe ich mein Kind zu Hause im Idealfall gut zweisprachig. Das ist aber nicht das, was ich mir von dem Modul Deutsch als Zweitsprache als Lehramtsstudent erwartet habe. Da ist dann doch recht wenig erfolgt. Genau, und dass ich gesagt habe, ich wünsche mir mehr Fachwissenschaften und gleichzeitig auch mehr Praxis. Ja, beides. Und mir ist auch bewusst, dass das schwer zu handeln ist. Nur momentan ist das so, dass halt weder das eine noch das andere effektiv viel im Master passiert. Und ich könnte mir beides gut vorstellen, ich würde mir beides wünschen. Und egal, wofür sich dann letztendlich entschieden wird, ist es auf jeden Fall eine Bereicherung und eine Verbesserung zu dem jetzigen Studium. Da ist auch das Meinungsbild der Kommilitonen durchaus gespalten. Manche wünschen sich mehr Praxisnähe, manche wünschen sich mehr Fachwissenschaften. Meine Frage dazu, warum eigentlich nicht beide Optionen offen halten? Dass es sozusagen ein Studium gibt, was eher fachwissenschaftlich orientiert ist und trotzdem dann auch eine spätere Tätigkeit an der Schule ermöglicht. Und trotzdem auch parallel das duale Studium fände ich jetzt ideal. Natürlich ist es wahrscheinlich schwierig und egal, was dann letztendlich wäre, wären beide Optionen gut und eine Verbesserung. Genau, und der Wunsch genau nach dem dualen Studium, den habe ich auch schon von sehr vielen Kommilitonen gehört, das würden wir sehr begrüßen. Und dazu, dass also fachwissenschaftliche Bachelor oder auch fachwissenschaftliche Master mit kleinen Lehramtsanteilen ist doch an sich eine bessere Option, als dann den anzubieten, als dann einfach immer mehr zu versuchen, Quereinsteiger zu akquirieren. Dazu auch noch einmal, dass ich denke, dass alle sehr profitieren würden, wenn ausländische Abschlüsse mehr anerkannt werden. Weil man da ja nicht nur gegen diese Abwanderung vorgehen würde, die vom Land Berlin in andere Bereiche erfolgt, sondern weil man dann auch positiv darauf einwirken könnte, dass mehr Lehrkräfte ins Land Berlin kommen und gleich auch als qualifizierte Lehrkräfte arbeiten können. Ich habe mehrere Kommilitonen, die im Ausland einen meiner Meinung nach sehr guten Abschluss
erreicht haben und auch im Ausland schon jahrelang als ausgebildete, qualifizierte Lehrkraft tätig waren und trotzdem hier das in Deutschland nicht anerkannt wird und sie nochmal sehr viel durchlaufen müssen, teilweise nochmal in den Bachelor zurückgestuft werden, dann in den Master, das Praxissemester nochmal machen müssen, das Referendariat in voller Länge noch einmal machen müssen. Und das kann ich mir vorstellen, ist einfach sehr schade, da verliert man sehr viel und das ist natürlich für die Menschen auch persönlich schade. Genau. Alternativ dazu finde ich es auch nicht schlecht, dass die, also dass Fachwissenschaftler bzw. Menschen, die sich am Anfang eher für die Fachwissenschaften interessieren und dann Lehramt als Sicherheitsoption nehmen, quasi, das sind ja nicht unbedingt schlechtere Lehrer. Das ist, ich denke, dass man viele qualifizierte Lehrkräfte verlieren würde, wenn man von vornherein sagt, man macht das jetzt, man schließt das aus, man macht von Anfang an das nur pädagogisch, an einer pädagogischen Hochschule etc., weil ich persönlich auch viele Kommilitonen kenne, die am Anfang gesagt haben, sie möchten in die fachwissenschaftliche Richtung gehen und sich teilweise gar nicht für Lehramt eingeschrieben haben, sondern später noch gewechselt sind, weil sie einfach im Laufe der Fachwissenschaften gemerkt haben, dass ihnen das Spaß macht, aber dass sie auch lieber in die Lehramtsrichtung gehen möchten. Und das würde ja auch dem Lehrkräftemangel entgegenwirken. Genau. Und dass mehr Lehrkräfte auch an der Uni lehren und von ihren Erfahrungen berichten sollen, würde ich auch auf jeden Fall begrüßen. Und das habe ich auch, den Wunsch habe ich auch schon mehrfach gehört. Genau, und dass die, also das, was angesprochen wurde, dass früher viel mehr Fachwissenschaften unterrichtet wurde an den Unis für die Lehrkräfte, ohne eine Praxisnähe. Ja, das verstehe ich, dass das kritisch ist. Allerdings wurde das jetzt, soweit ich das einsehen kann, nur auf dem Papier geändert. Also man lernt, so wie es in den Modulbeschreibungen aussieht, viel didaktisch und pädagogisch. Das ist aber nicht wirklich so. Und demnach, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, das ist so eine Inhaltslehre, die einfach schade ist. Und wenn das nicht möglich ist, das gut zu vermitteln, wirklich didaktisch was zu vermitteln, dann doch lieber fachwissenschaftlich. Weil die Fachwissenschaften sind wirklich an meiner Uni, soweit ich das beurteilen kann, soweit ich das von anderen gehört habe, wirklich gut und lohnend. Genau, die Frage, ob im Studium auf gesellschaftliche Herausforderungen, Migration und sexuelle Vielfalt eingegangen wird. Ja, das wird versucht im Studium, aber auch da wird eher von einem Idealfall ausgegangen. Und hierzu würde ich mir auch wünschen, dass mehr Personen berichten, die auch die Schulrealität kennen. Und oft wird hier quasi in der Universität bei Schritt 3 angesetzt, ohne dass Schritt 1 und 2, die vorher passiert sein müssen, an den meisten Schulen tatsächlich auch schon realisiert wurden. Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass man die Studienzeit einfach extrem lang ist, die Ausbildungszeit, bis man Lehrer wird, vom ersten Semester bis Abschluss des Referendariats. Mit 7 Jahren ist ja schon für die wenigsten zutreffend und das ist eine extrem lange Zeit, wenn man das mit anderen Berufen vergleicht, die durchaus auch sehr komplex und verantwortungsvoll sind, die viel kürzer sind und ich denke, dass man dadurch viele Interessenten verliert. Genau. Außerdem ist mir aufgefallen, dass sehr viel gefördert werden soll für den Quereinstieg Lehramt und das finde ich richtig und wichtig. Ich finde es aber auch schade, dass da mehr der Fokus drauf liegt, als die Menschen zu fördern, die sich bereits als Erstwunsch für Lehramt interessiert haben. Es gibt viel mehr Stipendien etc. für Quereinsteiger als für Leute, deren tatsächlich der erste Wunsch es ist, Lehramt zu machen. Und hier könnte viel mehr gefördert werden. Das würde es für einen Großteil viel attraktiver machen, sich für Lehramt von vornherein zu entscheiden. Genau, dazu auch nochmal, der Übergang ist sehr schwierig vom Master zum Referendariat. Da ist zwangsläufig ein Lehrlauf von mehreren Monaten. Und das finde ich einfach schade. Ich denke, da ist Potenzial, dass das zu einem fließenderen Übergang verbessert werden kann. Was letztendlich dann auch schneller zu gut ausgebildeten Fachkräften führt. Und genau, die Anerkennung von Praxiserfahrung muss meiner Meinung nach kulanter werden. Ich kenne viele, die jetzt für das Praxissemester oder Referendariat nichts oder wenig angerechnet bekommen haben, obwohl sie auch in einem Rahmen das schon abgeleistet haben, der das gegeben hat. Also auch diese Evaluierung etc., das nicht nur reine Unterrichten, sondern auch das durch den universitären Kontext begleitende, was im Praxissemester angesprochen wurde, dass das
zu wenig anerkannt wird. Genau. Ich hoffe, jetzt bin ich auf alles eingegangen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke Ihnen, dass Sie versucht haben, unsere umfänglichen Fragen so intensiv zu beantworten. Und wir haben zum Schluss noch den Senat und dann würden wir, glaube ich, zum Schluss der Anhörung kommen. Der Senat. Ja, vielen Dank. Ja, einige der Fragen waren ja sehr grundsätzlich und weitgehend. Und Sie werden verstehen, dass ich da jetzt nicht in die Tiefe gehen kann. Ich würde auch einfach mal grundsätzlich sagen, wir haben, glaube ich, auch aus dieser Anhörung gesehen und aus den Erfahrungen der letzten Jahre und den Schritten, die hier in Berlin in den letzten Jahren ja auch gegangen wurden, dass die Stellschrauben, die wir jetzt im System haben, auch noch nicht ausgereizt sind. Also bevor ich jetzt noch mal hier dafür plädieren würde, noch mal einen ganz grundsätzlich neuen Weg zu beschreiten, würde ich doch auch aufgrund der Zeitperspektive schauen, was geht in dem System noch besser, weil also alles andere ist schwierig und ich glaube, hier sind ein paar Dinge offensichtlich geworden, wo auch noch Verbesserungsmöglichkeiten da sind. Die Frage war, haben wir da jetzt nicht eine gläserne Decke? Die Zahlen gehen eigentlich nur bis 1000. Das ist nicht ganz richtig. Wir sind ja jetzt schon bei 1300 in 21 gewesen. Also man sieht, es gibt einen Aufwuchs, er ist nur langsamer als erhofft. Also ich würde nicht sagen, dass wir da grundsätzlich auf dem falschen Weg sind, aber wir müssen auch an der Stelle sehr ehrlich diskutieren, weil es ist ja nicht nur der Punkt, dass wir zu wenig Menschen für das Lehramtsstudium gewinnen, wir haben es auch in allen anderen Fächern. Wir haben einen Fachkräftemangel, der sich in den nächsten Jahren verschärfen wird. Ich meine, als Gesundheitssenatorin weiß ich das auch, da führen wir dieselben Diskussionen und wir wissen, dass wir hier auch in Konkurrenz stehen, in einer sich verschärfenden Konkurrenz. Ich glaube, momentan hat noch niemand in der Bundesrepublik dafür eine Lösung. Aber man muss das im Hinterkopf haben. Also, wir gucken jetzt wieder auf die Lehrkräftebildung, aber wir sehen in der Gemengelage, wird sich die Konkurrenzsituation um Fachkräfte und um junge Köpfe, die in diese Fachrichtung gehen wollen, eben einfach auch noch verschärfen. Und das ist ein allgemeines gesellschaftliches und politisches Problem, vor dem wir stehen. Ich würde, bevor ich... der Staatsvertrag steht in der Agenda im Chorvertrag und den haben wir auch nicht aus dem Auge verloren, aber gerade haben wir auch gehört, wir würden hier gerne auch die Empfehlungen an die KMK abwarten und da einfach schauen, was kommt dann und dann auf dieser Grundlage hin hier nochmal in die Entwicklung gehen. Zur Einbeziehung der HAWen. Das ist gut denkbar, gerade auch in der beruflichen Bildung. Das prüfen wir auch gerne. Also da ist eine Offenheit auch da. Und ich würde dann, wie kriegen wir feste Stellen? Verstetigung der Mittel, das ist sicherlich hier nochmal der Wunsch. Dann, Sie haben es ja auch gerade gehört, dann kann man schon auch in den Stellenaufbau gehen. Und natürlich in den Vereinbarungen mit den Hochschulen. Und ich würde jetzt gerne der Staatssekretär noch das Wort geben zu vertiefenden Ausführungen. Das mache ich gern. Genau, Senatorin hat ja gesagt, Verstetigung der Mitte. Ja, also im Sonderprogramm gibt es da ja auch schon was und ist ja auch schon was vorgesehen. Ansonsten, Senatorin Gutt hat ja gesagt, wir müssen einfach schauen, dass die Beträge, die jetzt eingestellt wurden, für die wir sehr dankbar sind, tatsächlich auch verstetigt werden. Dann kam die Frage zu den Sanktionsmechanismen ja auf. Die gibt es ja in den Hochschulverträgen. Also wir haben ja eine leistungsbasierte Finanzierung. Also die Lehramtsabsolvierenden sind Kriterium der leistungsbasierten Hochschulfinanzierung. Und wie Sie alle wissen, stehen ja die Verhandlungen zur nächsten Runde Hochschulverträge ja im Grunde bevor und das muss man sich dann natürlich in dem Zusammenhang auch nochmal anschauen. Dann kam die Frage auf, meine ich, von Ihnen, Herr Grasse, zur Gründung Landesinstitut Lehrkräftebildung. Ja, also da sind wir im Austausch mit SenBJF. Die erste Phase der Lehrkräftebildung ist davon ja aber eher nicht betroffen, sodass wir zum jetzigen Zeitpunkt da eben noch gar nicht unbedingt involviert sein müssen, aber wir sind im Austausch, dass das passiert, soweit die erste Phase betroffen ist. Dann mehrfach angeklungen und jetzt ja auch von verschiedenen Seiten angesprochen, die Flexibilisierung des Praxissemesters. Da ist es so, dass der Pflichtteil an den Schulen ja schon flexibilisiert ist, also gerade um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten zu können. Wir haben ja eine Neufassung der Rahmenvereinbarung schulpraktische Studien auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt in der Rahmenvereinbarung auch 1 bis 2 Schulbesuche verankert. Und vor allem geht es hier auch um die Frage, dass die fachdidaktischen Dozierenden
auch eine Deputatsreduzierung bekommen können. Da sind wir in Gesprächen mit der Finanzverwaltung, denn auch das wäre natürlich sehr hilfreich, um eine Flexibilisierung des Praxissemesters voranzubringen. Dann die Frage, Frau Dr. Ciborra, die Theorie-Praxis-Verzahnung und da sozusagen kann man da auf KMK-Ebene nicht sich noch etwas aufeinander zubewegen. Wir haben ja schon die zähen Debatten in der KMK in Sachen Q-Master, beziehungsweise befinden uns in diesen zähen Debatten zum Q-Master. Insoweit war ich auch dankbar, dass Herr Köller eben nochmal zum Ausdruck gebracht hat, dass die SWK da als neutrale Instanz sich sozusagen auch mal einbringt. Und ich denke, dann kann man auch zu einer guten sachlichen Debatte in der KMK kommen. Dann hatten wir, genau, Frage pädagogische Hochschule. In der Tat dauert das, bis man Effekte sieht, um jetzt sozusagen auf dieser Zeitschiene zu bleiben. Es gab eine Prüfung in der Tat 2019. Da kann aber sicher die Kollegin Frau Dr. Landgraf, weil sozusagen vor unserer Zeit zu den Ergebnissen dieser Prüfung noch mal ausführen, die das verdeutlichen. Und die Senatorin hat ja allgemeine Aussagen dazu auch noch mal getätigt. Zusammenarbeit mit SenBJF habe ich jetzt indirekt ja auch anklingen lassen. Und die Senatorin hat es vorhin ja auch gesagt, wir haben die Steuerungsgruppe Lehrkräftebildung, haben da die Themen, sei es jetzt das Tandemmodell, dann auch Flexibilisierung des Praxissemesters. Das sind Themen, die wir da regelhaft in dieser Steuerungsgruppe auch diskutieren. Und selbstverständlich, also wir standen jetzt auch gerade kürzlich im Austausch zu der ganzen Frage der Bedarfsermittlung und zu den Bedarfszahlen. Und selbstverständlich ist da auch eine Aufrechterhaltung des Austauschs im Rahmen der Hochschulverträge angedacht. Das ist selbstverständlich. Was hatten wir noch? Genau, duales Studium ist jetzt auch an verschiedenen Stellen. Im beruflichen Lehramt prüfen wir das ja. Und ich hatte auch kürzlich jetzt im Juni die Dachmarke duales Studium einberufen. Da muss man natürlich schauen, da ist das Problem ja, oder könnte durchaus sein, die Vermischung der Dreiphasigkeit. Also ist jetzt nicht angedacht, dass man von den drei Phasen wegkommt. Das muss man sich tatsächlich nochmal genauer anschauen, aber im beruflichen Lehramt sind wir da ja dran. Genau, Staatsvertrag hatte die Senatorin ausgeführt. Ich glaube, was hatten wir noch zur Polyvalenz? Die gibt es ja im Grundschullehramt im Prinzip gar nicht mehr. Also die aktuellen Befragungen zeigen ja auch im Übergangsverhalten ISS-GYM, ich würde mal sagen, keine besorgniserregenden Tendenzen, die jetzt auf eine akute Veränderung dieses polyvalenten Bachelors hinweisen würden. Das wollte ich noch anmerken an der Stelle. Ich glaube, das waren jetzt grob die Punkte, aber Frau Landgraf, gerne vielleicht noch mal zu den Ergebnissen der Erhebung 2019 und wenn noch was offen ist, gerne. Genau, also die Prüfung 2019, die bezog sich vor allem auf damit verbundene beamtenrechtliche Fragestellungen, wenn man eine PH gründen würde, weil dann ja auch ProfessorInnen an eine andere Institution verfracht oder verlegt werden müssten. Und die damalige Prüfung hatte ergeben, dass das mit sehr großen Hindernissen verbunden wäre, weil ja unter anderem an der Pädagogischen Hochschule die Lehrverpflichtung auch höher wäre. Wir sind jetzt ja als Verwaltung auch ja, im Zuge der Auflagen für den oder mit dem Haushalt verbundenen Auflagen zur Prüfung beauftragt, ob man nicht die Lehrkräftebildung in eine Universität zusammenziehen könnte. Da werden wir uns jetzt natürlich auch nochmal dazu äußern müssen. Wäre auch mit großen Herausforderungen verbunden, nicht ganz so sehr wie bei einer PH. Genau, vielleicht nur so viel zu dem Prüfergebnis. Ich glaube, sonst beim beruflichen Lehramt sind wir ja ganz konkret in der Planung, auch im Rahmen der 10 Millionen das anzugehen, mit HAWN zu kooperieren. Und sonst planen wir auch im Rahmen oder überlegen gerade, Frau Hüttmann, da werden wir ja in den nächsten Wochen auch mit Ihnen nochmal ins Gespräch kommen und mit allen anderen lehrkräftebildenden Universitäten, inwieweit wir die Quantifizierung des Workloads von Studierenden auch nochmal überprüfen müssen, um diese zweite Hürde des Studienabbruchs, die Herr Köller genannt hatte, die Überforderung, gut in den Blick zu nehmen oder zu schauen, wo man da auch nochmal Unterstützungsangebote schaffen könnte. Und ich glaube, das ist die Frage, die, glaube ich, nicht ganz offen geblieben ist, aber vielleicht noch im Raum steht, was sich die Universitäten eigentlich auch für die 10 Millionen jetzt noch wünschen.
Ich glaube, neben diesen verfestigten Strukturen und der Verstetigungsperspektive sind wir da jetzt gut im Gespräch und hoffen aber, dass wir zumindest kurzfristig an ein paar Stellschrauben drehen können und sobald die Mittel verstetigt sind, aber dann auch viele der von Ihnen genannten Ansatzpunkte auch langfristig nochmal umsetzen zu können. Ja, dann vielen Dank an den Senat. Dann sind wir jetzt am Schluss der Anhörung und ich möchte Ihnen dreien, Herr Dr. Cordes, Frau Professor Dr. Hüttmann und Frau Schewe, nochmal ganz herzlich danken, dass Sie hier waren und unsere ganzen Fragen beantwortet haben und mit Ihrer Expertise zur Verfügung gestanden haben. Wir würden jetzt den Besprechungspunkt noch nicht abschließen. Einerseits erwarten wir das Wortprotokoll, andererseits haben wir ja HU und FU noch nicht gehört und müssen da eine Fortsetzung auf jeden Fall vereinbaren, damit wir die großen Lehrkräfte bildenden Universitäten auch noch anhören können. Da sehe ich Einverständnis mit diesem Vorgehen. Sie können gerne hier unserer weiteren Sitzung für die letzten 10 Minuten folgen, aber Sie können natürlich auch gerne jetzt an diesem Punkt Ihrem Tagesgeschäft nachgehen, weil wir ja wissen, Sie haben wahrscheinlich auch noch andere Termine, als im Wissenschaftsausschuss zu sitzen, aber wie Sie das gerne mögen. Wir würden jetzt weitermachen für die letzten 10 Minuten. Mit dem Punkt 4 der Tagesordnung, da haben wir einen Antrag der AfD-Fraktion vorliegen, Cancel Culture an den Hochschulen konsequent entgegentreten, Gesetz zur Stärkung von Wissenschaftsfreiheit und Debattenkultur an Berliner Hochschulen. Möchte die AfD-Fraktion den Antrag begründen? Ja, gerne, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ja, es geht um das Thema Cancel Culture an den Unis. Das ist ein brandaktuelles Thema, wie wir wissen. Ich denke, das Hickhack um den Vortrag von Marie-Louise Vollbrecht zum Thema Gender und biologisches Geschlecht im Juli hat das nochmal ganz deutlich gemacht. Und es geht eben nicht um Einzelfälle, die immer wieder genannt werden, von denen man viele aufzählen könnte, angefangen von Bengt Rüstemeyer bis zu Barbarowski, sondern es geht eben um einen anwachsenden Trend. Die Debattenkultur und die Meinungsfreiheit an den Universitäten steht unter Beschuss und der massive Konformitätsdruck und eine fehlende Ambiguitätstoleranz bei einigen akademischen Teilnehmern an den Universitäten setzt die Wissenschaftsfreiheit eben erkennbar unter Druck. Ich will auch noch mal erinnern an die Allensbach-Studie von Anfang dieses Jahres. Im März ist die veröffentlicht worden, wo eben deutlich wurde, dass in einer sehr repräsentativen, breit angelegten Umfrage 18% der Lehrkräfte an deutschen Universitäten sagen, dass sie sich in der Auswahl ihrer Forschungsfragen durch Political Correctness beeinträchtigt sehen und sogar 40% sich bei ihren Lehrveranstaltungen beeinträchtigt sehen. Ja, und deshalb schlagen wir vor, die Berliner Hochschulen jetzt dazu anzuhalten, sich einen Kodex Wissenschaftsfreiheit zu geben, um den eigenen Umgang mit den Themen Wissenschaftsfreiheit und Debattenkultur zu reflektieren und sich selbst Leitlinien zu erarbeiten. Es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, der es den Universitäten ermöglicht, sich selbst darüber zu verständigen, wie sie mit diesen Konflikten umgehen und wie sie die Freiheit und Wissenschaft und Forschung langfristig sichern können. Um es nochmal ganz klar zu sagen, der Antrag sagt nicht, das Abgeordnetenhaus oder der Senat schlägt den Universitäten irgendeine bestimmte Herangehensweise an dieses Thema vor, sondern es geht darum, dass wir die Universitäten dazu anhalten, sich selbst über dieses Thema zu verständigen. Ich will einfach den einfachen Satz, um den das Hochschulgesetz ergänzt werden soll, in diesem Zusammenhang einfach nochmal zitieren. Wir fordern aufzunehmen diesen Satz. Zu diesem Zweck, also Erhalt der Freiheit der Wissenschaft, geben sich die Hochschulen einen Kodex Wissenschaftsfreiheit und halten ein Konzept zum Krisenmanagement vor, um auf konkrete, die Wissenschaftsfreiheit gefährdende Problemlagen schnell und adäquat reagieren zu können. Und ich denke, das Beispiel im Sommer um den Vortrag an der HU bei der Langen Nacht der Wissenschaft hat genau gezeigt, wie notwendig dieses Krisenmanagement ist. Es hat die Linke nicht gewusst, was die Rechte tut. Es gab einen Hickhack. Am Ende wäre es vielleicht gar nicht notwendig gewesen, diesen Vortrag zu verschieben. Aber all das soll die Universität am besten mal im Vorfeld reflektieren. Denn wenn dann dieser Fall eintritt, plötzlich Presseanfrage kommt, es werden Demonstrationen angemeldet, dann ist oft guter Rat teuer, dann stehen die Akteure unter Druck. Und deswegen regen wir einfach an, dass die Universitäten sich selbst darüber Gedanken machen, dass sie in einem Selbstverständigungsprozess sich eben Modalitäten des Umgangs mit solchen Krisensituationen erarbeiten, damit sowas eben, wie in der HU jetzt gerade geschehen, dass wieder mal Panik ausgebrochen ist,
dass das eben möglich in Zukunft vermieden wird und mit dem langfristigen Ziel, dass ich eben das wissenschaftliche Argument durchsetzen kann und nicht der lauteste und intoleranteste sich durchsetzt. Dann steht jetzt der Abgeordnete Schulze auf der Rednerinnenliste. Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Wir werden diesem Antrag natürlich nicht zustimmen, das versteht sich. Ich will noch mal sagen, was nicht Cancel Culture ist. Cancel Culture ist nicht, wenn Studierende Proteste ankündigen gegen einen Vortrag einer fachfremden Kollegin, die dann noch bei ihrem Vortrag auch keine Nachfragen zulässt, was ja dem akademischen Diskurs eher nicht entspricht. Und dann die Hochschule selber von sich aus diesen Vortrag zurückzieht, obwohl dazu, haben Sie ja eben selber gesagt, gar keine Notwendigkeit bestanden hätte. Das ist nicht Cancel Culture sozusagen. Was aber Cancel Culture ist, wenn die AfD hier beantragt, die Genderforschung einzustellen an den Hochschulen von Landesseite aus oder wenn sie gegen die Studie des WZB zu ihrer Tätigkeit in Landesparlamenten klagt und versucht, die Verbreitung dieser Studie zu verhindern. Sie hat dann Gott sei Dank verloren damit, das ist Cancel Culture, da haben Sie jetzt nichts zugesagt. Und was wir natürlich nicht tun werden, ist den Hochschulen in einem Gesetz vorzuschreiben, dass sie einen Kodex zu verabschieden haben. Also entweder ist das Problem so drängend an den Hochschulen, dass die universitären Gremien sich selber einen Kodex geben, weil sie das für notwendig erachten, oder sie lassen es, weil sie das Problem in der von Ihnen angesprochenen Weise offenbar gar nicht sehen. Und auch die Initiative Wissenschaftsfreiheit, die sich da gegründet hat, die ja sozusagen an vielen Stellen so rechtsoffen ist, dass man sie gar nicht für einen Querschnitt der Wissenschaft in Deutschland halten kann, hat so hanebüchene Fälle zusammengetragen, wovon Cancel Culture keine Rede sein kann. Ich würde vorschlagen, wir lassen den Diskurs dort, wo er ist, nämlich sozusagen an den Universitäten und wenn dort die Notwendigkeit besteht, sich über Wissenschaftsfreiheit auszutauschen, dann sollten die Menschen an den Hochschulen das machen. Interessant ist, dass es sich nie um die Fälle dreht, wo wirklich die Wissenschaftsfreiheit bedroht ist, beispielsweise in Russland oder in der Türkei. Dazu wird nicht gesprochen, sondern es geht um sozusagen Auseinandersetzungen in der akademischen Sphäre hier und das sozusagen passt überhaupt nicht in die Zeit. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer für die Annahme des Antrags mit der Drucksachennummer 19-0216 ist, den bitte ich um das Handzeichen. Wer dagegen ist, Entschuldigung, ich hätte feststellen müssen, wer dafür ist, Entschuldigung. Wer für den Antrag ist, den bitte ich nochmal um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion. Wer dagegen ist, das sind die Fraktionen der SPD, der Grünen, der Linken, der FDP und der CDU. Enthaltungen kann es dann damit nicht geben und damit ist der Antrag abgelehnt und es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. So, dann haben wir noch 5 Minuten und kommen zu Top 5 der Tagesordnung. Antrag der CDU-Fraktion für eine bundesweit einheitliche Mindestvergütung des praktischen Jahres im Medizinstudium. Möchte die CDU-Fraktion begründen? Ja, das möchten Sie. Herr Krasser. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache es auch kurz und sage gleich zunächst, dass wir das Berichtsdatum anpassen wollen auf den 31. Dezember 2022. Zur Begründung des Antrags ist so viel zu sagen, dass im praktischen Jahr des Medizinstudiums die Studenten nicht nur in Vollzeit tätig sind, sondern in der Regel auch voll in den klinischen Alltag integriert und mit verantwortungsvollen Aufgaben betraut werden. Die überwiegende Zahl der Medizinstudenten erhält jedoch entweder gar keine oder nur eine geringe Vergütung im praktischen Jahr. Rechtlich ist dies aber möglich, weil die Approbationsordnung für Ärzte noch immer nur eine Obergrenze festlegt. Wir sind der Auffassung, dass zu fairen Bedingungen auch eine angemessene Vergütung zählt. Da zählen wir hier auch voll auf die Koalitionspartner, die das bestimmt auch so sehen und deshalb diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Dazu möchte sich gern der Senat einmal zu Wort melden. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ja, wenn man da von außen drauf schaut, dann kann man das sehr richtig finden, dass hier eine Schieflage ist zwischen den verschiedenen medizinischen Berufen. Und ich weiß es auch aus eigener Erfahrung in der Familie, dass es nicht einfach ist, ein ganzes PJ im Prinzip ja doch voll zu arbeiten und das gefühlt voll zu arbeiten und dafür kein Geld zu bekommen oder nur ein Taschengeld. Aber die Situation ist rechtlich halt einfach sehr komplex. Die Ausbildung im praktischen Jahr ist Teil des Medizinstudiums, weshalb eine Vergütung
also eine Begrifflichkeit aus der Sphäre von Arbeits- und betrieblichen Ausbildungsverhältnissen rechtlich gar nicht möglich ist. Die Medizinstudierenden sind während des praktischen Jahres weiter als Studierende immatrikuliert. Es gibt kein Arbeitsverhältnis und es kann auch kein Arbeitsverhältnis eingegangen werden mit dem Lehrkrankenhaus. Sie haben deshalb keinen Anspruch auf Vergütung. Eine mögliche Gegenleistung in Geld oder Sachen durch die Lehrkrankenhäuser erfolgt immer ohne Rechtsgrund und steht somit im Ermessen der Unikliniken. Mangels Anspruchsgrundlage wird daher vereinzelt eine sogenannte Aufwandsentschädigung gezahlt. Sofern eine Aufwandsentschädigung auf freiwilliger Basis gewährt wird, ist deren Höhe gemäß § 3 Absatz 4 Satz 8 Ärzteapprobationsordnung maximal auf die Höhe des BAföG-Höchstsatzes begrenzt. Da, wie gesagt, keine Verpflichtung zur Zahlung einer Aufwandsentschädigung besteht, erscheint eine Einflussnahme mit dem Ziel einer zentralen Vorgabe von Zahlungen auch im Hinblick auf die Hochschulautonomie und die Verfahrensweisen in anderen Ländern eher kritisch. Mit bundesweit einheitlichen Vorgaben kann auch den sehr unterschiedlichen finanziellen und sonstigen Rahmenbedingungen der Unikliniken nicht Rechnung getragen werden. Derzeit arbeiten Bund und Länder mit Nachdruck an der Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte, um das Medizinstudium insgesamt zu modernisieren und praxistauglicher auszugestalten. Das Ziel soll es sein, eine qualitativ hochwertige und effiziente Ausbildung zu erreichen und eine positive Lehr- und Lernatmosphäre im praktischen Jahr zu schaffen. Da sich die Novelle noch im Entwurf befindet, kann ich Ihnen keine weiteren Details dazu berichten. Ich kann nur so viel sagen, auch die Vergütung spielt natürlich innerhalb dieser Diskussion eine Rolle. Aber wir kommen da wirklich nur sehr zäh weiter. Jetzt kann man natürlich sagen, redet doch mit der, wenn wir jetzt hier anschauen, redet mit der Charité, dann wird das vielleicht möglich sein, aber dann müssen wir, wissen Sie sicherlich auch aus Ihrer Erfahrung, dass dann sehr schnell auch die Frage kommt der Gegenfinanzierung. Und da muss man sich klar sein, was das dann bedeutet. Also so ist die Lage, so einfach wie wir uns das vielleicht wünschen, ist es leider nicht. Danke für die Debatte. Hat sich jetzt Frau Pirott gemeldet. Ja, ich kann die Einschätzung der Senatorin nur unterstreichen. Ich glaube, wir ziehen hier alle am gleichen Strang und wünschen uns eine einheitliche Vergütung, die dann auch nicht Standortvorteile entsprechend ausspielt. Wir haben ja alle nichts davon, wenn jetzt in ländlichen Gegenden 800 Euro gezahlt werden. An der Charité hat ja auch eine Anfrage in der letzten Legislatur ergeben, dass zum Teil das PJ vergütet wird, aber eben auch nicht in allen Bereichen. Wir sollten jetzt wirklich diese Bundesgesetzgebung abwarten und das Thema aber wirklich ganz klar verfolgen. Also sehe ich genauso. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Dann können wir zur Abstimmung kommen. Entschuldigung. Ja, ich wollte mich da halbwegs anschließen. Ich finde das gut und wichtig, wenn die Approbationsordnung jetzt überarbeitet wird auf Bundesebene. Und wir hoffen tatsächlich sehr, dass auch der Punkt der Vergütung da eine Rolle spielen wird, weil qualitative Arbeitsbedingungen, gute Arbeitsbedingungen enthalten eben auch eine Möglichkeit, sich das Leben zu finanzieren. Und wenn man da Vollzeit eingesetzt ist, sollte man auch entsprechend wenigstens seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Und so hoffen wir jetzt mal auf die Bundesregierung, dass da an die richtigen Wege gegangen wird. So, ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommen wir wirklich zur Abstimmung. Wer für die Annahme des Antrags mit dem heute geänderten Berichtsdatum 31.12.2022 und der Drucksachennummer 19-0353 ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der FDP, der AfD und der CDU. Wer dagegen ist, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen der SPD, der Grünen und der Linken. Demzufolge gibt es keine Enthaltung und der Antrag ist abgelehnt und es ergeht eine entsprechende Beschlussempfehlung an das Plenum. So, Tagesordnungspunkt 6 würde ich jetzt vertagen, weil wir schon sozusagen 3 Stunden tagen und kommen zum Top Verschiedenes. Zum Terminplan 2023. Durch das Ausschussbüro wurde Ihnen ein Entwurf des Terminplans hinsichtlich der Sitzungstermine für das Jahr 2023 zugemailt und er liegt Ihnen auch als Tischvorlage vor. Ist der Ausschuss mit diesem Vorschlag einverstanden? Gibt es dazu Wortmeldungen? Das kann ich nicht erkennen.
Dann ist der so beschlossen, der Terminplan. Die nächste Sitzung, die 10. Sitzung des Ausschusses, findet dann am Montag, den 19. September statt. Gibt es noch weiteres unter Verschiedenes? Das kann ich auch nicht erkennen. Dann schließe ich die Sitzung und wir kommen noch zur SprecherInnenrunde, damit wir dann sozusagen für die nächste Sitzung die Tagesordnung bestimmen können. Und alle Gäste verabschiede ich, auch den Senat. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Die Sitzung ist dann geschlossen. Wir warten eine Minute und dann kommen wir in die SprecherInnenrunde.